Und ich möchte heute ein bisschen was über Anforderungen erzählen. Und weil ich finde, dass ein ziemlich spannendes Thema ist. Ich habe damit auch tagtäglich in meiner Arbeit immer zu tun. Mal weniger, mal mehr. Und wird heute nicht so sehr C++-lastig sein, wie man das vielleicht erwarten würde. Also eher kein C++, also gar kein C++. Ich glaube, wir haben nicht mal eine Quellcode-Zeile in der Präsentation. Aber dafür auch gute Bilder, die man sonst nicht sieht. Genau. Ich möchte nicht sofort mit Anforderungen beginnen, sondern ein bisschen was über Softwaretechnik erzählen. Wenn jetzt alle Hände nach oben gehen und sagen, das ist langweilig, das kennen wir alle, dann können wir die Folie noch gerne überspringen. Ansonsten soll das ein bisschen so den Einstieg geben und ein bisschen die Motivation euch näher bringen, warum wir denn heute auch über Anforderungen sprechen wollen. Und im Anschluss ein bisschen was über Anforderungen im theoretischen Sinne. Wovon spricht man, wenn man von Anforderungen oder im Englischen von Requirements Engineering spricht? Das wird der Hauptteil des Vortrags sein. Kommt zum Schluss noch ein bisschen was, wie man auch das in Praxis zu bzw. im Alltag einbringen kann, was ich den ganzen Abend so theoretisch vor mich her erzähle. Wie ich schon gesagt habe, Requirements Engineering macht man üblicherweise nicht alleine. Das ist eine Tätigkeit, die kann man alleine machen, eine Firma machen, aber folgerweise nicht alleine, sondern das ist interdisziplinär eingebettet in verschiedene Themen und hauptsächlich ist es ein Teil Software Engineering. Wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von Software Engineering reden? Das ist der erste Teil von meinem Vortrag. Da möchte ich ein bisschen sagen, warum braucht man das überhaupt, was ist das und wie ordnen sich dort Anforderungen bzw. Requirements Engineering in das Software Engineering ein. Zur ersten Frage gleich in den Raum. Was ist Software Engineering? Kann das jemand kurz und prägnant sagen? In einem Satz? In zwei Sätzen? Irgendeine Vorstellung? Die Ingenieurstätigkeit, Software zu entwickeln. Genau, das wäre die einfachste Variante. Das wäre die Übersetzung. Es gibt ein paar Schlagwörter, die das Software Engineering ausmachen. Das sind zum einen die Systematik und die Nutzung von Techniken und Methoden und natürlich auch Werkzeugen, um das durchzuführen. Es gibt natürlich auch noch eine fachlich korrekte Definition. Das ist ein systematisch distillierter, quantifizierbarer Ansatz zur Entwicklung, Betrieb und Wartung von Software. Also nicht nur die Entwicklung, sondern auch das Betreiben und das nachträgliche Warten einer Software. Und das ist schon ein grundlegender Ansatz, den man hier sieht. Das ist üblicherweise, wenn man von einem Softwareentwickler spricht, die Tätigkeiten des Softwareentwicklens in den Vordergrund gerückt werden und die Tätigkeiten des Softwarewartens und des Softwarebetreibens, ja, die fallen halt mit an. Und natürlich nicht zu vergessen, der dritte Punkt. Alles, was die Forschung zu diesen ersten beiden Themen dazu beizutragen hat. Das heißt, es gibt auch Leute, die untersuchen die Tätigkeiten, die im A und B aufgeführt sind. Und was haben die festgestellt? Ja, Software Engineering ist ziemlich schwer. Es gab mal einen Report, der ist jetzt knapp 3 Jahre alt. Da wurde mal untersucht, was sind denn so die Erfolgsraten für kleinere Softwareprojekte. Und da hat man festgestellt, ganze 39% waren erfolgreich, 18% waren komplett gescheitert, die gab es nachher nicht mehr. Und knapp die Hälfte, die war so, naja. Da haben wir was geschickt, aber das war vielleicht nicht das, was wir eigentlich schicken wollten. Das ist übrigens eine Firma, die macht C, die macht Forschung zu Software Engineering. Wie haben die denn das rausgefunden? Wie haben die denn beurteilt, ob eine Software jetzt oder ein Softwareprojekt erfolgreich war oder nicht? Die haben sich Erfolgsmetriken ausgedacht. Ziemlich einfache zugegeben, aber ich habe jetzt die einfachen rausgesucht, es gibt doch komplexere. Und die haben einfach über die letzten Jahre mal nachgeschaut, 3 verschiedene Metriken, wie sich die Projekte bezüglich dieser Metriken verhalten. Das eine ist Zeit. Habe ich denn das Projekt in der Zeit, die ich veranschlagt habe, auch geschafft? Ja? Schaffen immerhin so zwischen 70 und 80% der Projekte. Nicht schlecht. Die Kosten.
habe ich dann auch nur so viel Geld verbraucht, wie ich am Anfang veranschlagt habe. Ja, das schaffen so 40-50%. Maximal 60%. Und das dritte Metrik, meine Funktionalität. Habe ich denn alle Funktionen in meiner Software drin, die ich am Anfang gesagt habe, die ich drin haben würde? Sieht auch nicht so gut aus. Man sieht also, es gibt tatsächlich auch Methoden, um rauszufinden, ob jetzt sowas erfolgreich war oder nicht. Wenig aber nicht verwunderlich. Wie kann man sich das erklären? Dass es jetzt genau diese drei Metriken sind, warum entschieden wurde, ob ein Projekt erfolgreich war oder nicht. Da gab es vor ein paar Jahren mal jemanden, der hat sich überlegt, wie könnte ich denn Erfolgsmetriken oder generell Produktivität in meinem Team, wenn ich eine Software entwickle, ausdrücken. Und rausgekommen ist dabei dieses Rechteck, der Herr hieß Sneed. Und er hat gesagt, es gibt hauptsächlich vier Faktoren, die meine Produktivität bestimmen. Das ist zum einen die Zeit, die Kosten, die Funktionen und die Qualität. Und von diesen vier Parametern habe ich nur eine gewisse Menge. Und diese Menge definiert mir, in dem Fall das gelbe Viereck, meine Produktivität. In der Flächenhälfte nur vier, der ist immer gleich. Das ist meine Produktivität, die habe ich in meinem Team. Und jetzt kann ich natürlich sagen, jetzt kann man sich überlegen, was passiert, wenn ich an meine Grenzen komme. Wenn ich mehr Funktionen brauche, als ich eigentlich mit meiner Produktivität erreichen könnte. Oder wenn ich weniger Zeit verbrauchen möchte, um schneller fertig zu werden. Man kann sich das grafisch ganz gut vorstellen. Wenn ich weniger Zeit und weniger Geld verbrauchen möchte, muss ich bei den anderen beiden Punkten Qualität und Funktion und oder Funktionen Abstriche machen, um meine gleiche Produktivität beizubehalten. Jetzt kann man sagen, naja, aber warum muss ich das machen? Ich habe doch meine Produktivität. Ich habe das noch ausgerechnet am Anfang. Ich habe gesagt, okay, ich kann so und so viel leisten und was muss ich bringen? Also brauche ich so und so viele Monate. Ja? Und das ist eigentlich der Grund für den Vortrag heute. Die haben sich auch dasselbe Frage gestellt, die Leute, die dieses lustige Truppendiagramm gemalt haben. Und die haben herausgefunden, dass die Anforderungen schuld sind. Die sagen, in unserer Analyse haben wir festgestellt, 20% der Funktionen, die ausgeliefert werden, werden auch tatsächlich regelmäßig benutzt. 20%. Das ist kein Gefälle. 50% werden selten oder fast nie benutzt. Und bei 30 kann man nicht so sagen, das kommt darauf an, ob es jetzt ein Power-User ist oder nicht. Ne? Das ist eigentlich die Hauptaussage, dass man, wenn man am Anfang besser gewusst hätte, was denn die Funktionen sind, die überhaupt benutzt werden, nämlich die 20%, dann hätte ich viele dieser Probleme nicht, die man hier sieht. Und das ist eigentlich der Grund, warum man gesagt hat, da muss man was dagegen tun. Weil wenn man die Ursachen und die Probleme identifiziert hat, könnte man sich überlegen, was wäre eine Lösung für das Problem. Und eine Idee ist, man nutzt Modelle. Das heißt, man überlegt sich, wie könnte es in der Theorie passieren, dass ich solche Probleme mit Anforderungen bekomme. Das heißt, die Praxis sieht so aus, ich bin voll in meiner Entwicklung von meinem Produkt, und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, ja, ich möchte jetzt gerne, dass das auf dem Bagger läuft, das System. Und das ist aber nicht für Bagger konzipiert, sondern es ist für Planierrauten konzipiert. Und das hätte man das am Anfang gewusst, hätte man das komplett anders gemacht. Und da hat halt sich jemand überlegt, man nutzt Modelle und mit diesen Modellen bildet man Prozesse im echten Leben erstmal auf theoretische Art und Weise auf. Da gibt es drei Arten. Das sind einmal die Produktprozesse oder Produktmodelle, dann die Prozessmodelle und zum dritten Qualitätsmodelle. Das erste brauche ich. Wenn ich ein Produkt entwickeln möchte, überlege ich mir, was ist denn mit diesem Produkt eigentlich alles verbunden. Das betrifft sozusagen den kompletten Lebenszyklus von meinem Produkt. Das ist jetzt nicht nur bezogen auf Software, aber die konkrete Umsetzung ist dann schon softwarespezifisch. Also Produkte gibt es ja nicht nur Software, die gibt es auch mit Hardware, ohne Hardware, kann man sich alle möglichen vorstellen. Und dafür gibt es Produktmodelle und die sind dazu da,
Geschäftsprozesse im weitesten Sinne abzubilden. Das ist üblicherweise, ich habe einen Kunden, der hat eine Anfrage. Aus der Anfrage wird irgendwann vielleicht ein Auftrag für mich, wenn ich jetzt von einem Geschäft ausgehe. Dann kommt die Entwicklung, dann kommt die Auslieferung des Produktes und zum Schluss kommt die Wartung des Produktes. Und das ist typischerweise das, was in so einem Produktmodell enthalten ist. Da gibt es verschiedene, zum Beispiel das SDLC, das Software Development Lifecycle Modell, was genau diese Schritte, die ich gerade beschrieben hatte, enthält. Und wie gesagt, das Ziel ist es halt, die gesamte Lebensdauer möglichst zu erfassen und auch abzubilden und unterstützen zu können. Was bringt mir denn eigentlich so ein Modell? Ja, so ein Modell hat den Vorteil, dass ich von vornherein schon mal die Schritte weiß, die im Laufe des Lebens meiner Software oder meines Systems auf mich zukommen können. Alle Probleme bei aller Entwicklung. Zusätzlich dazu gibt es Prozessmodelle. Prozessmodelle beschreiben mir nicht das Produkt, das würde ein Produktmodell sein, sondern sie beschreiben mir, wie ich entwickeln möchte. Das heißt, ein Prozessmodell enthält alle Entwicklungsschritte, die benötigt werden, um von der ursprünglichen Idee zu meinem fertigen Produkt zu kommen. Bei Software würde das heißen, um von der ursprünglichen Vision des Kunden zur ausgelieferten Software zu kommen. Das macht das Prozessmodell. Dort gibt es verschiedenste Arten, Ausprägungen. Es gibt sequentielle Modelle, schon gehört, Wasserfall, V-Modell, alles was es da gibt. Es gibt iterativ inkrementelle Modelle und alle davon abgeleiteten Formen, zusätzlich Spiralmodelle, Urknallmodelle, wie man sie alle nennen möchte. Unter die inkrementellen Iterativen gehören auch die angeblich so modernen agilen Entwicklungsmethoden, die nicht so modern sind, aber gern jetzt nochmal neu entdeckt werden. Diese Modelle unterscheiden sich zum einen in dem Ablauf, wie die einzelnen Entwicklungsschritte ausgeführt werden, und zum anderen hauptsächlich in der Art und Weise, wie das Lebenszyklusmodell iteriert wird. Bei einem sequentiellen Entwicklungsmodell ist es meistens so, dass das gesamte Produkt Lebenszyklusmodell einmal durchlaufen wird. Kundenanfrage, Entwicklung, Inbetriebnahme, Wartung. Fertig. Das sind die sequentiellen Modelle. Ist auch ein großer Kritikpunkt von diesen Modellen. In einigen Anwendungsdomänen. In anderen Anwendungsdomänen ist es genau das, was benötigt wird. Also gibt es genau eine Inbetriebnahme und eine Wartungsphase nicht mehr. Und iterative, inkrementelle Modelle, die gehen das ein bisschen anders an. Pro Durchlauf durch das Prozessmodell habe ich auch einen Durchlauf durch das Produktmodell. Das heißt, ich habe eine Antwort, eine Vision des Kunden, daraus einen Entwicklungsprozess, eine Inbetriebnahme, eine Wartungsphase. Und aus den Sachen, die ich daraus gelernt habe, das selbe Spiel noch einmal. Das ist zum Beispiel, wie üblicherweise auch agile Entwicklungsprozesse abgebildet werden. Aber Ziel ist für alle von diesen Modellen gleich. Nämlich das, was ich am Anfang gesagt habe, ich möchte meine Metriken glücklich machen. Ich möchte das Ganze pünktlich, komplett und ohne Fehler abliefern. Hier habe ich schon noch kurz angesprochen, das sind einfach nochmal ein paar Prozessmodelle grafisch dargestellt. Das ist zum Beispiel sequentielle Entwicklung nach dem sogenannten Wasserfallmodell. Was übrigens schon im allerersten Paper, wo das üblicherweise referenziert wurde, schon als nicht so besonders günstig herausgestellt wurde und lieber auf iterative Modelle verwiesen wurde, liest bloß meistens keiner. Iterativ inkrementelle Modelle haben den Grundansatz, dass ich sage, ich entwickle ein System in einem gewissen Umfang A, führe damit mein Produkt Lebenszyklus durch. Wir nennen das üblicherweise als Release oder als Produktversion. Und dann folgt dasselbe nochmal obendrauf. Es muss nicht heißen, dass in so einem inkrementell iterativen Prozess die Schritte nicht seriell abgelaufen oder sequenziell abgelaufen werden. Das ist durchaus möglich. Es kann natürlich auch sein, dass auch diese Schritte in einem ganz anderen Reihenfolge oder parallel ausgeführt werden. Das kommt immer ganz auf das Entwicklungsmodell an. Das soll aber heute eigentlich nicht Thema des Vortrags sein,
sondern wir möchten gerne etwas über Anforderungen sprechen. Damit wir über Anforderungen sprechen können, müssen wir einfach noch ein paar grundlegende Befindlichkeiten klären, damit das einige andere Formulierungen auch später im Frühling noch ein bisschen ständiger werden. Wenn wir über Software Engineering sprechen, gibt es ein paar grundlegende Dinge, die sich mittlerweile in dieser relativ jungen Disziplin als Status quo eingebürgert haben. Das sind ein paar Grundprinzipien und ein paar Ziele. Die Ziele hatte ich schon mal kurz angesprochen, über die Prinzipien möchte ich jetzt kurz was sagen. Grundprinzipien, daran sollte sich bitte alles halten. Die Idee dahinter ist, wenn ich verschiedene Techniken oder Werkzeuge in meinen Modellen oder in meinen Prozessen verwenden möchte, dann wäre es schön, wenn die sich an die gleichen Spielregeln halten würden. Sonst funktioniert das halt nicht, weil wenn der eine sagt, Anforderungen sind mir egal, und der andere sagt, die brauche ich unbedingt, damit das funktioniert, das passt nicht zusammen. Es gibt da ein paar, die ich mal kurz vorstellen möchte, die einfach immer wieder in den nächsten Folien auftauchen werden. Das zum einen ist das Teil und Herrsche oder Separation of Concerns Prinzip. Das heißt eigentlich, dass ich immer versuche, egal in welchem Kontext ich mich befinde, ob ich jetzt Dokumente schreibe, ob ich Software entwickle, ob ich Dokumentation verfasse, ich möchte immer möglichst große Kohäsion in meinen einzelnen Komponenten, aber eine gute Separation zwischen meinen einzelnen Elementen. Das ist anwendbar auf sehr viele Kontexte und das ist ein Grundprinzip, das ich eigentlich in allen Techniken und in allen Methoden wiederfinde. Wichtig ist bei Software Engineering immer die Nachverfolgbarkeit. Das heißt, wir haben ja gelernt, sind sequentielle oder iterative Prozesse, aber es sind Prozesse. Das heißt, die tendieren dazu, dass man die immer wieder durchführt, auch mit vielleicht denselben Dingen. Und dann wäre es schön, wenn ich wüsste, dass ich das schon mal gemacht habe oder wo denn die Sachen herkommen, die ich gerade tue oder warum ich die Sachen überhaupt tue. Und das sind horizontale und vertikale Nachverfolgbarkeit. Horizontal heißt, ich habe das früher schon mal gemacht und entwickle die Sache weiter. Dann möchte ich gerne aus der weiterentwickelten Sache Rückschlüsse auf die ursprünglichen Dinge ziehen können. Und vertikale Nachverfolgbarkeit ist, durch Teil- und Herrscherprinzip habe ich automatisch auch eine verschiedene Abstraktionsebenen. Große Abstraktion zu kleiner Abstraktion. Und ich möchte gerne Änderungen, die ich in einer Abstraktionsebene durchführe, auch in meiner darüberliegenden oder darunterliegenden Abstraktionsebene wiederfinden. Zählt auch als Nachverfolgbarkeit. Und ein paar Sachen, die ich immer möchte, wenn ich von Software Engineering rede, das ist Wartbarkeit, ich möchte das Zeug gerne testen können und ich möchte es gerne erweitern, weil es kommt immer wieder was dazu. Ziele sind ein bisschen anders als Prinzipien. Ziele sind die Dinge, warum ich bestimmte Sachen erschaffe. Wir reden ja noch von kreativen Tätigkeiten. Und Ziele helfen mir, zu überlegen, warum ich bestimmte Sachen und wie ich bestimmte Sachen erstelle. Artefakte sind jetzt erstmal nur als Platzhalter für alles, was man sich in so einem Prozess vorstellen kann. Das fängt an von der Klasse, geht über ein Installationspaket, geht hin zu einer Endnutzerdokumentation. Alles das sind Artefakte, die ich innerhalb von meinem Software-Engineering-Prozess auch erzeuge und alle unter diese gleichen Prinzipien und Ziele fallen. Selben Prinzipien, auch auf die Ziele angewendet. Ich möchte natürlich auch meine Artefakte gerne anpassen können und erweitern können. Und ich möchte sie überprüfen gegen verschiedene Abstraktionsebenen. Und zum Dritten, Techniken sind die Dinge, die ich benutze, um meine Prinzipien auch umzusetzen. Die Prinzipien sind schön und gut, die sagen mir, okay, ich möchte gerne Abstraktionsebenen haben und möchte das gerne testbar machen und ich möchte das gerne weiterbar machen, aber
Ohne konkrete Techniken ist das halt nicht besonders benutzerfreundlich. Und deswegen gibt es hier halt ein paar, denke ich mal, auch aus dem Programmierumfeld oder aus dem Softwareentwicklungsumfeld ein paar geläufige Dinge. Das sind objektorientierte Worte, die man natürlich nicht nur bei der Programmierung anwenden kann, sondern in vielen anderen Dingen. Auch Beschreibungstechniken spielen eine große Rolle. Die benutzt man nicht nur in der Softwareentwicklung, das benutzt man auch in vielen anderen Prozessen und in verschiedenen anderen Ingenieursrichtungen. Und zusätzlich dazu auch noch, wie überprüfe ich denn meine Sachen? Ich habe gesagt, ein großes Ziel ist die Testbarkeit. Ich habe eine Bedingung, die ich erfüllen möchte, und ich möchte überprüfen, habe ich denn das erfüllt? Und dazu brauche ich eine Technik, um zu überprüfen, ob es funktioniert hat. Da gibt es verschiedene Blackbox, Whitebox-Techniken, Fahrt Coverage, ab was man sich da alles vorstellen kann. Gehen wir heute auch nicht drauf ein, nur noch mal so ein bisschen als Kontext. Und nicht zu vergessen, kommt meistens immer letztens auf der Folie, Qualität. Ja. Was nützt mir denn der schönste Prozess, wo ich merke, 50% hat nicht geklappt, aber ich habe es wenigstens mitbekommen, dass es nicht geklappt hat. Dann wäre es eigentlich clever, die aus den Fehlern zu lernen, die beim nächsten Mal nicht zu machen. Und das sind Qualitätstechniken. Da gibt es auch verschiedene. Wie gesagt, kommt meistens zu kurz. Könnte aber viel bringen. Genau, das bringt uns zum eigentlichen Hauptthema vom Vortrag heute, den Anforderungen. Ich möchte gerne etwas über Anforderungen sagen, im Kontext von den Dingen, die ich gerade beim Software Engineering angesprochen habe. Das heißt, auch wenn das ziemlich theoretisch klingt, wir haben Prozess und wir haben Produktmodelle und diese Modelle bilden sowohl meinen Entwicklungsprozess als auch meinen Geschäftsprozess zum Erstellen eines Produktes ab. Und in diesen Prozessen steht meistens drin, Anforderungen erfassen. Da fragt man sich doch, warum muss ich das tun? Hat man eine Idee? Warum sollte ich das tun, bevor ich mit Entwicklung von irgendwas anfange? Irgendjemand soll es ja mal benutzen. Wenn ich die Anforderungen nicht treffe, dann benutzt es auch niemand. Genau. Der Nutzer hat nämlich keine Ahnung, was er will. Und was du gesagt hast, welchen Zweck soll das System erfüllen? Das heißt, wenn ich nicht weiß, was der Nutzer eigentlich möchte, dann kann ich auch gar nicht anfangen. Weil da kommt nicht das raus, was der Nutzer am Ende möchte, dann benutze ich das System nicht mehr. Und zum anderen regt das den Nutzer an, dass er überlegen muss, was möchte er von dem System. Das heißt, wenn man den Nutzer nicht spezifisch fragt, bekommt man auch nur unspezifische Antworten. Und das ist ein großes Problem, dass man nicht von vornherein weiß, was ist das, was derjenige, der mir den Auftrag gibt, was er möchte. Was möchte er von mir? Und wenn ich nicht verstehe, was am Ende das System auch für eine Funktion haben soll, dann kann ich diese Forderung auch nicht korrekt umsetzen. Eine wichtige Rolle spielt auch noch das Pareto-Prinzip. Das sagt, dass, also auch bekannt als 80-20-Regel, das besagt, dass 20% der Funktionen in 80% der Zeit erstellt werden. Und wenn man sich das mit der ursprünglichen Analysefolie von den Fehlerquellen vergleichen. Ich wollte selber aussagen, 20% der Funktionen werden benutzt, 80% der Funktionen werden eher nicht benutzt. Dieses Prinzip findet man in sehr vielen Konstellationen. Und natürlich ein wichtiger Punkt, das Beheben von Fehlern, die ich in späteren Phasen meiner Produktentwicklung durch Einführer oder entdecke, sind immer viel, viel teurer in der Behebung, als wenn ich sie am Anfang entdecke. Wenn ich ganz am Anfang erkenne,
dass mein System zum Bedienen keinen Touch braucht, weil derjenige, der es bedient, immer Arbeitshandschuhe mit Öl anhat, dann braucht man das am Ende ziemlich viel Ärger. Wenn ich das erst am Ende merke, wenn ich dem das Touch-Display hingesetzt habe, nicht mehr so günstig. Und manchmal sind es auch ganz banale Dinge. Ich habe einen Ohren, die mir vorschreiben, was ich zu tun habe. Oder ich muss einfach, um Sicherheit zu gewährleisten, gewisse Sachen formell nachweisen können. Und da helfen mir auch Anforderungen. Weil das sind alles Anforderungen an mein System. Das heißt nicht, dass ich die immer erstellen muss, die kommen auch von außen. Wichtig ist nur, dass bevor ich mit meiner Entwicklung anfange, auch diese ganzen Anforderungen kenne. Aus diesem Grund möchte ich jetzt ein paar Folien über die Anforderungsentwicklung, Anforderungserfassung und Anforderungsdokumentation sprechen. Das heißt, ich möchte mal eine kurze Übersicht geben über Anforderungen allgemein. Was sind Anforderungen, wovon sprechen wir da und mit welchen Schritten kann ich Anforderungen erfassen, Anforderungen verwalten und was bringt mir das im Endeffekt? Die praktische Anwendung kommt dann nochmal dahinter, wobei praktisch in dem Sinne hauptsächlich darauf aus, wie kann ich das Entwicklungsmodell integrieren und was stehen mir für Möglichkeiten zur Verfügung, um mir das ein bisschen sozusagen schmackhaft zu machen, auch zu benutzen. Nur noch mal kurz, weil wir es noch nicht formal gesagt haben, was eine Anforderung ist. Es ist eine Bedingung oder eine Fähigkeit, die das System erfüllen muss. Das ist mal ganz, ganz ständig. Und der zweite Absatz ist in dem Fall wichtig, weil auch eine Anforderung alle von außen einwirkenden Einflüsse darstellen. Das heißt, es gibt zum Beispiel Verträge, Gesetze, Normen, Richtlinien, an die ich mich halten muss. Das sind alles Anforderungen, die sich auf das Umfang oder auf den Umfang vom System auswirken. Und eine Klasse davon ist ganz besonders wichtig, das sind die Bedingungen oder Constraints. Weil das sind die Dinge, die kann ich nicht wegargumentieren. Ich kann zum Beispiel gewisse Gesetze oder Richtlinien oder Umweltvorgaben, die kann ich nicht wegrationalisieren, die sind einfach da. Und die führen halt dazu, dass ich das, was ich theoretischweise machen könnte, wenn ich alles machen dürfte, das wäre der grüne Bereich, die Bedingungen sorgen dafür, dass ich meinen Lösungsraum, das, was ich wirklich tun kann, drastisch einschränke. Wenn man sich jetzt überlegt, dass man die alle vorher kennen muss, dann wäre es schon schön, wenn man sich überlegt, okay, das mache ich nach einem strukturierten Ablauf, dass ich mir relativ sicher sein kann, dass ich da auch nichts vergessen habe. Da muss man dazu sagen, das ist natürlich für einige Domänen wesentlich wichtiger als für andere. Es gibt zum Beispiel Domänen, da muss man gewisse Richtlinien beim Ausliefern von Maschinen oder sowas einhalten, einfach wenn es um Sicherheit oder Menschenleben geht. Da sind solche Dinge einfach viel essentieller, solche nicht wegdiskutierbaren Constraints, als andere Projekte, wo das nicht so zutrifft. Eng verwandt mit den Constraints sind auch die Begriffe von des Scopes und meines Kontexts, also meiner Abgrenzung vom System und meiner Umgebung. Das heißt, bevor ich überhaupt anfange, irgendjemanden zu fragen, was er vom System erwartet, muss ich mir erst mal überlegen, was ist überhaupt Teil des Systems und was ist nicht Teil des Systems. Weil das brauche ich, damit ich überhaupt entscheiden kann oder feststellen kann, wen ich zu fragen habe. Das heißt, was gehört zum System und wo kommen meine Anforderungen her? Und die Anforderungen kommen alle von Stakeholdern, Interessenvertretern. Und das sind diejenigen, die mir sagen, was sie von meinem System möchten. Und das sind manchmal mehr Leute, als man denkt. Also nicht bloß die Benutzer,
sind zum Beispiel auch, wenn ich irgendwas installiere beim Freien, sind es auch die anderen, die daneben liegen. Weil wenn denen das System nicht gefällt, dann werden die mir das am Ende und nachher schon mitteilen. Das heißt, das sind auch für mein System sind das Interessenvertreter, die ich eigentlich vorher fragen sollte, wo zumindest mir überlegen sollte, was die davon halten würden. Spezifikation ist auch so ein Begriff, das ist das, was am Ende eigentlich rauskommen sollte. Ich sage rauskommen sollte, weil das sind immer solche theoretischen Begriffe, die sehr schön klingen auf dem Papier, in der Realität meistens viel banaler sind. Das kommt immer auf den Kontext an. Es gibt Spezifikationen, die bestehen aus ein paar Seiten, und es gibt Spezifikationen, die füllen einen halben Aktenschrank mit 10 Wörtern. Das ist immer so ein relativer Begriff, aber im Prinzip ist das nichts anderes als eine strukturierte Dokumentation, wo ich regelmäßig und verlässlich darauf zugreifen kann, um alle möglichen Informationen zu meiner Entwicklung abzufragen. Einige habe ich mal als Beispiel aufgeschrieben. Was gibt es denn eigentlich für Anforderungen an das System? Ich habe gesagt, wir wissen, okay, wir müssen zwar die Grenzen festlegen, wir müssen dann wissen, wen wir fragen, aber was fragen wir denn? Was wollen wir denn eigentlich wissen? Wir wollen zum einen die funktionalen Anforderungen wissen. Funktionale Anforderungen sind, wie der Name schon vermuten lässt, alles, was mein System leisten soll. Von einer Funktionsperspektive aus gesehen. Und ich vorstelle, was es noch für Anforderungen gibt. Das System, neben den Funktionen. Nicht funktionalen Anforderungen. Ja. Genau, einfach mal Hirn. Das sind die qualitativen. Ja, das sind wieder die Qualität, ganz unten. Das ist ganz grob übersetzt messbares Verhalten. Ja, klassisches Beispiel: Das System muss innerhalb von 5 Sekunden betriebsbereit sein. Ja, das ist ein Qualitätsmerkmal. Ein funktionales Merkmal ist, das Gerät muss betriebsbereit sein. Und Produktanforderungen. Wir haben nicht nur Funktion zu tun, auch unsere Qualität. Das sind einfach welche, die ich an mein Produktmodell stelle. Das heißt, ich muss eigentlich zum Beispiel innerhalb der gewünschten Lieferzeit auch ausliefern, mein Produkt. Und das, was ich gerade schon mal angesprochen hatte, was sich mit Richtlinien und mit Constraints befasst, ich habe auch gewisse Anforderungen an meinen Prozess. Zum Beispiel gibt es in der Domäne, wo ich arbeite, gibt es eine sogenannte Maschinenrichtlinie, die sagt, für gewisse Maschinen, die eine Sicherheitsklasse XY benötigen, muss die gesamte Softwareentwicklung nach der Maschinenrichtlinie ablaufen. Das besagt unter anderem, dass der gesamte Quellcode von zwei unabhängigen Personen in unterschiedlichen Programmiersprachen verfasst werden muss, die miteinander nichts zu tun haben. Nur als Prozessanforderung. Ja, muss man wissen. Wenn man das nicht vorweisen kann, kann man es nicht einsetzen. Ein wichtiger Punkt ist auch noch, was meistens mit Anforderungen in Verbindung gebracht wird, ist das sogenannte Was- oder Wie-Dilemma. Wenn jemand sagt, okay, was sind Anforderungen, oder wenn jemand versucht, Anforderungen zu erfassen, was üblicherweise gesagt wird, Anforderungen enthalten nur das Was. Was soll ich machen? Und nicht wie. Ja. Das ist ein bisschen zu strikt, ein bisschen zu inflexibel. Das funktioniert schon aus verschiedenen Gründen nicht. Und ein Hauptgrund ist eigentlich, dass man immer verschiedene Interessensvertreter in einem Produkt oder einem Projekt hat. Und für jeden sieht das Wie und das Was ein bisschen anders aus. Zum Beispiel für den Nutzer ist die Vision das Was. Also für den, der die Systemanforderungen erstellt, ist es schon das Wie. Einfach nur eine andere Sicht auf dieselben Dinge führt schon dazu, für die einen ist es die Anforderung, für das andere ist es das Design. Ja, der Requirements Engineer, der erzeugt Anforderungen und das ist für ihn das Wie. Und das Was ist die Vision von ihm. Es ist viel besser, wenn man sich Anforderungen, wenn man die denn schon klassifizieren oder abgrenzen möchte im Prozess, wenn man das über Detaillevel macht. Man sagt, okay, ich habe Anforderungen, die betreffen mein gesamtes System und dann immer weiter Abstraktionsebenen, um das zu unterscheiden.
natürlich sagen wir gesagt, was Anforderungen sind. Sagen wir vielleicht mal kurz, was Anforderungen nicht sind. Anforderungen sind nicht nur nach dem Top-Down, sprich nach unterschiedlichen Hierarchiestufen zu erfassen. Das wird nicht funktionieren. Ich habe zwar gerade auf der vorherigen Folie gesagt, dass es gut ist, die so zu strukturieren, aber es ist nicht gut, die nur so zu erfassen. Das heißt, wenn man einen iterativen Prozess durchführt, ist es nicht besonders klug, erst Anforderungen nur auf einer gewissen Ebene und danach Anforderungen auf einer anderen Ebene, sondern in jeder Iteration kann man auf jeder Ebene Anforderungen auch verbessern, modifizieren und verändern. Also nicht nur auf Dauer. Und Anforderungen sind keine Skizzen. Das ist, was viele machen, die schreiben immer ein bisschen drei Stichpunkte auf und sagen, das ist meine Anforderung. Nee. Das ist vielleicht eine Vision, was ein Kunde hat oder was man sich so als Notiz aufschreiben möchte, aber das funktioniert nicht, um sie in Prozesse bzw. in Modellen verwenden zu können. Hintergrund wieder, die grundlegenden Prinzipien von Software Engineering, ich möchte, dass Dinge erweiterbar, wartbar und auch überprüfbar sind. Und wenn ich die Sachen nicht korrekt beschreibe, das heißt, sie sind nicht eindeutig oder sie sind nicht abgeschlossen, dann kann ich sie auch nicht überprüfen. Dann kann ich sie auch nicht sinnvoll erweitern, weil ich einfach gar nicht weiß, worauf die sich eigentlich beziehen, was ich aufgeschrieben habe. Das sind Anforderungen alles nicht. Jetzt habe ich vorhin schon was angesprochen, dass ich die Anforderungen in den Entwicklungsprozess irgendwo am Anfang mit einreihe. Das heißt, wo sich die genau einreihen, möchte ich jetzt in den nächsten Folien zeigen. Das heißt, eigentlich reden wir hier auch schon über die Hauptaktivitäten von Requirement Engineering. Das heißt, wenn ich mit Anforderungen arbeite, dann tue ich das üblicherweise in vier Schritten. Zum Ersten, ich überlege mir, was ist mein System und was ist nicht mein System. Und wo kommen die Anforderungen für mein System her? Das ist Abgrenzung im Kontext. Dann kann ich hingehen und diejenigen, die ich gerade herausgefunden habe, dass die für mich interessante Informationen haben, kann ich hingehen und die nach diesen Informationen fragen. Mit bestimmten Techniken und Methoden. Um auch das zu erfahren, was ich möchte. Und natürlich, wenn ich dann was habe, muss ich gucken, ist das überhaupt stimmig? Ist das überhaupt realisierbar? Und danach muss ich hingehen und sagen, ich möchte diese Sachen jetzt auch gerne wiederverwenden. Und zwar in meinen nächsten Entwicklungsschritten. Ich habe Anforderungs- oder Requirements-Engineering wieder nicht nur durchgeführt, damit ich eine schöne Spezifikation habe, die ich mir ausdrucken und abheften kann, sondern ich möchte das ja als Grundlage, als Artefakt für die nächsten Ebenen nehmen. Grundprinzip von Software-Engineering. Ein Artefakt als Grundlage für die nächste Ebene schaffen. Spezifikation als Grundlage für nachgelagerte Entwicklungsarbeiten. Ob das in meinem selben Iterationsprozess ist oder ob das im Nachbild in einem darauf aufbauenden Iterationsprozess ist, das ist mal dahingestellt. Aber ich möchte die gerne so nach den Prinzipien aufbauen, dass ich sie korrekt erweitern, wiederverwenden und auch referenzieren kann. Ich habe schon gesagt, Abgrenzung im Kontext spielt hauptsächlich an den Fällen eine Rolle, wo ich wissen möchte, was gehört zu meinem System und was gehört nicht zu meinem System. Ich habe hier mal ein Beispiel aus einer Arbeit von mir abgebildet. Da ging es um die Entwicklung von einem Mittelware. Das war ein komplett reines Softwareprojekt. Da gab es nur Software-Engineering. Aber selbst dieses System, wenn ich mir die Abgrenzung und den Kontext anschaue, hat nicht Software-relevante Sachen dabei. Das heißt, es gibt gewisse Interessensvertreter, eigentlich Stakeholder, die alle von meinem System oder mit meinem System interagieren. Das ist zum einen das System in der Mitte an sich. Warum gibt es das kontrollierende System? Das heißt, das ist das System, wo meine Sache integriert ist. Und darum gibt es dann noch meistens Environment. Und da habe ich verschiedene Einflüsse. Zum Beispiel habe ich physikalische Gesetze. Das sind einfach mal Constraints, die kann ich nicht wegdiskutieren. Da kann ich machen, was ich will, da wird es schwierig. Genauso, wenn ich zum Beispiel jetzt in dem Beispiel hier einen Sensor hätte,
dann hat der Sensor halt bestimmte Werte, die er liefert. Mit denen muss ich arbeiten, da kann ich nicht drumherum, wenn ich gewisse Informationen brauche. Und so eine Darstellung, so ein Zwiebel- oder Onion-Modell, hilft zu erkennen, wen muss ich denn bestimmte Fragen stellen. Zum Beispiel den menschlichen Operator, dem kann ich Fragen stellen, was erwartet er denn vom kontrollierenden System. In dem Fall ging es um eine Software für die Visualisierung von Robotern. Und den menschlichen Operator, den konnte ich natürlich keine technischen Fragen zu der Middleware-Software stellen, sondern zu dem kontrollierenden System, nämlich zu der Simulation von dem oder in die Middleware eingebettet war. Wenn ich dann meinen Scope und meinen Kontext, also meine Abgrenzung habe und weiß, wen ich fragen muss, dann geht es darum, die Leute auch um ihre Meinung zu bitten. Und das erfolgt üblicherweise in drei Schritten, die alle miteinander verbunden sind. Das heißt, zum ersten, ich erhebe meine Anforderungen, ich frage nach diesen Anforderungen, ich analysiere die, weil die werden nie korrekt sein das erste Mal. Und wenn ich dann Probleme identifiziert habe, dann führe ich mit den gewonnenen Erkenntnissen Konfliktbereinigung durch und gehe das ganze Spiel von vorne los. Wenn ich sage, das ganze Spiel geht von vorne los, dann ist das natürlich jetzt auch zu sehen in einen Entwicklungsprozess eingebettet. Wenn ich Anforderungen erhebe, dann erhebe ich zwei Grundklassen. Das zum einen sind die innovativen Anforderungen, das ist das, was das System abgrenzt von dem, was schon existiert, das sind die neuen Funktionen. Und zum anderen sind das, was ich schon gesagt habe, die Bedingungen, die existierenden Anforderungen. Die gibt es schon. Das ist die bestimmte Nutzer schon an die Anforderungen oder an das Produkt stellen. Und wenn wir jetzt uns fragen, wo, ich habe das Onion-Modell, wo bekomme ich denn die einzelnen Stakeholder und Interessensvertreter, die in dem Onion-Modell abgebildet sind, eigentlich her? Wie komme ich denn auf die Idee, dass ich da den menschlichen Operator fragen muss? Selbes Prinzip wie überall. Leute haben sich Modelle überlegt, um diese Fragen zu beantworten. Dass ich nach einem gewissen Schema auch überlegen kann, wie bestimme ich denn meine Interessensvertreter. Und da gibt es sogenannte Facetten oder Sichten, vier Stück, nach denen ich mein System oder mein Produkt auch betrachten kann. Das eine sind Objekt, ist die Objektsicht, das Produkt als solches. Aus der Sicht wird es häufiger von Benutzern oder von Mitbewerbern, von Personen betrachtet. Dann gibt es die IT-Sicht, das sind üblicherweise diejenigen, die das Zeug warten müssen oder die es irgendwo integrieren müssen. Das heißt, wenn es extrem kompliziert zu administrieren oder zu verwalten ist, dann macht das halt diese Leute nicht besonders happy. Die sollte ich vielleicht vorher auch fragen. Oder wenn ich ein Gerät baue, was 586 Kabel hat, die nach außen geführt werden, die alle einzeln sind, dann mache ich das dem, der es einbauen muss, vielleicht auch nicht so leicht. Das ist die verschiedenen Schichten, wo ich die Leute herbekomme, die ich nach ihren Anforderungen an das System fragen kann. Implizite Anforderungen sind Arten von Anforderungen, nach denen ich nicht gezielt fragen kann, die mir aber helfen, auch den Funktionsumfang des Produkts oder der Software zu verbessern. Das heißt, es gab mal jemanden namens Kano, der hat sich das Modell ausgedacht und der hat festgestellt, es gibt eine gewisse Anzahl von Funktionen, das sind die Vorstellungen der Kunden, die sind einfach gegeben. Ne? Wenn ich, egal was ich mache, wenn ich einen Toaster entwickle und der Toaster entwickelt keine Hitze, dann ja, wird das sich dem nicht so gut verkaufen. Das erwartet einfach jeder. Ne? Zusätzlich
gibt es da noch die sogenannten Begeisterungsfaktoren. Die sagt mir keiner, die erwartet auch keiner, aber wenn sie da sind, freuen sich alle tierisch. Ja? Wenn der Toast mir jeden Morgen sagt, wie gut ich aussehe, wäre vielleicht nicht schlecht. Ja? Und dann gibt es noch solche Sachen, über die redet gar keiner. Das sind die Must-Have-Faktoren. Das ist das, wo man sagt, wenn das nicht da ist, geht gar nicht. Ja? Die sind dann noch eine Stufe drunter, unter denen entwickelt keine Hitze. Zum Beispiel Packung leer oder so. Ja, also. Und anhand so einem Modell kann ich mir überlegen, was gibt es denn für Anforderungen, die in diese Kategorien fallen. Das heißt ja nicht, wenn ich die Anforderungen erstelle oder aufnehme, dass ich die dann auch in das Produkt integrieren muss. Aber es gibt verschiedene Arten von Anforderungen und ich kann auch in meiner Spezifikation dokumentieren, ob diese Anforderungen in eine von diesen Klassen fallen. Ja, zum Beispiel alles, was Must-Have ist, das kann ich nicht wegdiskutieren. Ja, das steht dann einfach als Must-Have drin. Alles, was Excitement und Begeisterungsfaktoren sind, das sind optionale Sachen, wo ich sage, okay, wäre schön, wenn es geht, aber kann in einer späteren Iteration oder in einer Problemlösung, wenn es einen Konflikt gibt mit irgendwas anderem, kann man so wegfallen lassen. Ja, man muss ja immer noch nicht nur die funktionalen Anforderungen, sondern muss auch die Prozess- und die Projektanforderungen sehen. Wenn ich herausfinde, dass so eine super tolle Begeisterungssache dafür sorgt, dass das Produkt unterm Strich dreimal so teuer wird, dann ist es ganz schnell gestrichen. Ja. Deswegen gibt es halt auch diese sogenannten impliziten Anforderungsmodelle, wo ich solche Eigenschaften von Anforderungen definiere. Jetzt haben wir immer noch nicht geklärt, wie man an die Anforderungen eigentlich rankommt. Wir wissen, wen wir fragen, wir wissen ungefähr, nach was wir fragen wollen. Aber wie wir es machen, ja, gibt es auch wieder einen Haufen, ich habe mal einfach ein paar rausgegriffen, die wahrscheinlich so in der Art und Weise auch schon durchgeführt wurden. Ich weiß nicht, ob jemand damit schon mal sowas getan hat. Ich sage mal einfach ja, auch wenn das vielleicht nicht bewusst getan hat, aber in irgendeiner Art und Weise wird das schon passiert sein. Ja, zum Beispiel Interviews. Interviews laufen auf verschiedene Art und Weisen ab. Zum Beispiel gibt es feste Interviews, kommt einer hin im Fragenkatalog und sagt bla bla bla, Frage, 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 bitte antworten. Ja. Hat bestimmt jeder schon mal gemacht, soll das dahin oder soll das dahin, komme ich eine Antwort, ja, war gerade ein Interview. Offen ist ein bisschen flexibler, dann habe ich ein paar Fragen, aber derjenige, der mir gegenüber sitzt, der die Fragen beantwortet, der darf auch von diesen Antworten abweichen und neue Fragen stellen. Dass sich quasi auch ein Dialog aufbaut. Das heißt, aufgrund der Antworten kann ich einige Fragen streichen und kann zu neuen Sachen gehen. Das ist besonders dann hilfreich, wenn ich noch gar nicht weiß, wo es hingeht. Das heißt, wenn man einen Kunden, wenn der Kunde oder wenn man selbst eine grundlegende Idee hat über die Funktionalität oder über gewisse Sachen, über die Qualität, dann hat man bestimmte Fragen. Und kann auch den Fragenkatalog in verschiedene Richtungen entwickeln. Ja, das heißt, extrem konkretes Beispiel, wird es eine Desktop-Anwendung oder wird es eine webbasierte Anwendung? Ja, wenn ich das vorher noch nicht weiß, dann überlege ich mir ein paar Fragen, womit ich simulieren kann, ob ich in die eine oder die andere Richtung weiterschwenke und dann die weiterführenden Fragen stelle. Wichtig bei Interviews ist immer generell die Fragen vorher vorbereiten. Ja, das hilft nicht nur demjenigen, der das dann durchführt, weil dann sitzt man nicht nach 5 Minuten da und hat nichts dazu erzählen, sondern man beschäftigt sich auch mit dem Thema und überlegt sich schon, was sind denn die Punkte, die ich noch interessiere oder wo habe ich noch keine Informationen, in welchen Punkten. Ja, weil wenn das zwei Leute parallel machen und die kommen alle wieder und sagen, ja, die Packung muss blau werden, das haben alle drei rausgefunden, dann war das ein bisschen verschwendete Zeit. Kann aber bei anderen Sachen auch so sein, dass man verschiedene Fragen mit leichten Variationen stellt in verschiedenen Zielgruppen und dann die Antworten vergleicht, um zu erkennen, wie sich bestimmte Anforderungen auch richten. Das findet man gleich in anderen Techniken noch wieder. Was es auch noch gibt neben Interviews sind Beobachtungen. Das heißt, wenn ich irgendwas zum Beispiel
ein existierendes System ersetzen möchte. Und wenn man selbst oft wenig Erfahrung damit hat, dann bieten sich Beobachtungen an. Entweder stille Beobachtungen, das heißt, man stellt sich neben denjenigen und schaut ihm beim Workflow zu und lernt von den Dingen, die er tut. Gibt es auch Beispiele, zum Beispiel Webseiten gibt es das, kann man sagen, wie benutzen Nutzer meine Webseiten. Das hilft mir auch, das ist nichts anderes als Anforderungserhebung für die Weiterentwicklung meiner Software. Wenn ich sehe, wird nie benutzt die Funktion, warum muss die so groß in der Mitte sein? Und so viel Platz einfließen. Weiterhin gibt es noch stille oder erläuternde Beobachtungen. Das ist einfach derjenige, der erzählt halt dabei, was er tut oder nicht. Das ist je nachdem, für welche Zwecke das sinnvoll ist. Das ist meistens erläuternde Beobachtung, zum Beispiel, jetzt nicht aus der Software, aber aus dem Handwerk. Wenn ich jetzt irgendwas habe, was großes handwerkliches Können voraussetzt, dann kriege ich nicht mit, was der jetzt macht, nur beim Zugucken. Dann brauche ich jemanden, der muss mir die einzelnen Schritte erklären, warum er gewisse Sachen so tut, wie er sie tut, damit man auch versteht, warum der Ablauf so merkwürdig aussieht. Und natürlich gibt es auch Ethnographie. Das heißt im Prinzip nichts anderes, ich setze mich hin und tue das selber. Ich bekomme eine Aufgabe und mache das selber. Ich nehme da richtig gut teil an dem System. Das kann auch manchmal ganz hilfreich sein. Ziemliche weitere Techniken, die ich jetzt nicht im Detail noch angehen möchte, sind Workshops, wo sich einfach Interessensvertreter selber treffen und diskutieren, was sie denn für Anforderungen haben. Archäologie klingt spannender als es ist. Ich gucke mir einfach existierende Systeme an und schaue nach, okay, was muss ich denn mindestens bringen, damit ich das ist nicht mit dem, was Bedienung in existierenden Systemen ist, sondern Archäologie heißt, ich schaue mir Spezifikationen, Dokumentationen, solche Sachen an. Und das, was ich wirklich Formaten besuchen kann. Weil klar, die Bedienung an noch nicht existierenden Systemen, das muss natürlich ein altes System sein, wenn ich eine Bedienung beobachte. Was auch geht, ist Prototypen. Wenn ich die Anordnung von Tasten überprüfen möchte, baue ich einfach drei Prototypen und lasse die von Leuten durchklicken, bis die mir sagen, was besser ist und was schlechter ist. Das sind alles Techniken, die in der einen oder anderen Form garantiert schon mal benutzt wurden. Und alle eigentlich, wenn man das mal formal betrachtet, dazu dienen, um Anforderungen an das System zu erheben. Ob man die dann auch dementsprechend verarbeitet hat, ist die nächste Frage, aber prinzipiell wurde es schon gemacht. Genauso mit den kreativen Techniken, höchstwahrscheinlich sind die schon bekannt. Brainstorming, Mindmaps, sogenannte Kartentechniken, wo jeder gewisse Stichworte auf kleine Kärtchen schreibt und sie dann nach Interesse, das werden sie alle präsentiert und nach Interesse, wenn jemand ein Stichwort interessant findet, muss es dann erläutert werden, wenn man das nicht selbst erklären muss. Und was ich auch gefunden habe, was ich ganz witzig fand, war die 100-Dollar Bewertungstechnik, dass jeder 100 Dollar bekommt, eine Liste von Funktionen und durfte Geld setzen, wie viel jede Funktion wert ist. Und die, die gewonnen haben am Ende, die wurden halt weiter untersucht. Das ist so, das sind alles so Variationen von dem Prinzip, was wir am Anfang gesehen haben. 20% der Funktionen werden aktiv genutzt, 50% so naja. Das ist alles ein Ziel dahinter. Die Funktionen rausfinden, die wirklich interessieren. Oder Anforderungen. Okay, Erhebung haben wir gemacht. Jetzt geht es an die Analyse und Problemlösung. Ja? Warum brauche ich das denn? Ich habe da jetzt meine Anforderungen. Ist doch alles super. Naja, nicht ganz. Weil die werden immer irgendwelche Defekte haben. Zum Beispiel, die sind inkonsistent, die stehen in Konflikt miteinander, die sind nicht logisch aufgebaut, da stehen sind Fehler drin, da fehlen einige Sachen. Das sind alles Defekte, die man in solchen Anforderungen finden kann und die Skill in Analyse auch zu finden. Üblicherweise ist damit auch eine bessere Formulierung, eine bessere Ausdrucksweise verbunden. Weil in den Interviews und in verschiedenen Workshops hat jeder so seine eigene Sicht auf die Dinge, jeder seine eigenen Fachbegriffe, seine eigenen Ausdrücke. Und damit diese Sachen auch später verständlich in einem großen
wo Spezifikationen dokumentiert werden können, muss das einfach vereinheitlicht werden. Und das ist auch ein Teil der Analysephase. Und natürlich, ich muss mir immer Gedanken machen, weil eine Anforderung liefert mir schon viele Anhaltspunkte auch für nachfolgende Informationen. Zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, dass sich das System nach 5 Sekunden einsatzbereit sein soll, dann kann ich mir da automatisch schon weitere Gedanken machen, was zum Beispiel, was muss passieren, wenn das System nach 5 Sekunden nicht bereit ist. Wenn die Anforderung heißt, das System soll nach 5 Sekunden einsatzbereit sein, was ist die Anforderung an das System, wie es sich verhält, wenn es das nicht schafft, zum Beispiel. Das sind einfach Spezialisierungen oder Verallgemeinerungen von diesen Anforderungen. Das ist alles Teil von der Analysephase. Und natürlich nachgelagert dann die Problembehebung. Das heißt, wenn ich Konflikte oder Fehler feststelle, dann müssen die ausgebügelt oder die Konflikte gelöst werden. Da gibt es Konfliktlösungsstrategien und verschiedene Thematiken. Das würde heute definitiv den Rahmen sprengen, aber ich wollte es noch mit anmerken. Und hier an der Stelle ist wieder die Nachverfolgung ganz wichtig. Das heißt, wenn ich irgendwo einen Konflikt sehe, dann möchte ich gerne wissen, okay, wenn ich jetzt den Konflikt behebe, zugunsten von dieser Anforderung, was muss ich an anderen Stellen ändern, damit ich nachher den Konflikt gelöst habe, und zwar an allen anderen Stellen. Hier kommen wir zum nächsten wichtigen Schritt. Das schließt sich jetzt direkt mit dem an, was wir gerade mit Erhebung, Analyse und Problemlösung durchgeführt haben. Jetzt muss ich das ganze Kram auch dokumentieren. Dafür gibt es wieder ein paar formale Begriffe, die viele schon gehört haben oder auch nicht. Es gibt die OS, die SRS, die User Requirement Specification, die System Requirement Specification. Das eine sind die, wie die Namen schon verlauten lassen, die vom Nutzersicht erfassten Anforderungen und die aus Systemsicht erfassten Anforderungen. Zusätzlich gibt es noch die Software Requirement Specification, das ist aus Sicht der Software, da kommen dann die Qualitätssachen was mit rein. Das kann man jetzt nicht direkt eins zu eins auf das, was üblicherweise so in Hochschulen als Lastenpflichtenheft gelehrt oder präsentiert wird, vergleichen. Ganz einfach, weil die Ideen der Lastenpflichtenheften ganz anders sind. Der Fokus bei Last- und Pflichtenheften liegt auf demjenigen, der es erstellt, und nicht so auf dem Umfang. Also das, was bei UAS und SRS auf die Sicht der Software ist, ist bei Last- und Pflichtenheften so derjenige, der das Dokument erfasst und verfasst. Man kann sie ein bisschen vergleichen. So ein Großteil der UAS-Sachen sind im Lastenheft drin, weil das üblicherweise derjenige, der den Auftrag gibt, auch oftmals der Nutzer ist, aber es gibt auch andere Nutzer des Systems, hat man ja schon gelernt, in verschiedenen Facetten. Aber es gibt halt wieder, wie gesagt, keine 1 zu 1 oder feste Festlegung, so wird es gemacht und nicht anders, sondern es gibt verschiedene Vorlagen für solche Dokumente, nach denen ich meine Anforderungen auch ablegen kann. Ja, da gibt es IEEE-Normen, die mir sagen, wie so ein Dokument aufzubauen ist, damit ich auch nichts vergesse bis zur 37. unteren Stufe. Es gibt sogenannte, wie gesagt, eine Lehrvorlage. Dann das dritte ist ein Beispiel von dem Department of Defense der Amerikaner für militärische Anwendungen, was für gewisse Anwendungen außerhalb des Militärs Anwendungen finden. Einfach weil der Fokus auf gewisse Eigenschaften des Systems dort sehr ausführlich dokumentiert wurde. Und es gibt so ein paar einfache Vorlagen, wie zum Beispiel das IEEE 1362 für so unspezifische Projekte, was ich schon gesagt habe, wo ich am Anfang nicht weiß, wo es hingeht,
da gibt mir das so einen Leitfaden, dass ich auch in der Lage bin, die richtigen Leute die richtigen Fragen zu stellen, um am Ende auch meinen Fokus für die Qualität und die Funktionalität des Systems zu bringen. Wenn ich eine Anforderung in das System einbringe, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, dann möchte ich dort gerne immer eine in sich abgeschlossene, vollständig eindeutige, nachvollziehbare Anwendung dokumentieren. Der letzte Punkt ist auch noch besonders wichtig, das ist die Klassifikation und die Anwendbarkeit. Das ist üblicherweise das, was ich am Anfang gesagt habe mit dem Toaster, sollte oder muss oder kann oder darf nicht. Das ist die Anwendbarkeit. Das ist auch wichtig, muss ich mit dokumentieren. Ja? Ich möchte zwei Beispiele zeigen, wie man Anforderungen dokumentieren kann, jeweils einzelne Anforderungen. Das eine ist das Sophist-Template. Das ist aufgebaut oder basiert auf einer einheitlichen Satzstruktur, die ich anhand eines festgelegten Schemas einfach erzeuge. Und am Ende habe ich meine Spezifikation. Die Idee dahinter ist, dass ich mit dieser speziellen Konstruktion von Sätzen Lücken ausschließe. Das heißt, ich muss mich in jedem Schritt für gewisse Alternativen entscheiden. Ja? Beispiel muss ich die Anwendbarkeit definieren. Soll, kann, darf nicht, muss nicht. Ja? Und dabei hilft mir das. Ja? Ein Beispiel ist zum Beispiel. Wir fangen mal an mit einer Anforderung. Ja? Am Anfang sagt man, um welches Objekt geht es. In unserem Fall geht es um die Kaffeemaschine. Das zweite ist, wir fügen den Aktivität oder den Nutzen zu unserem Satz hinzu. Die Aktivität auswählen. Die Auswahl ermöglichen. Ja? Das ist auch wieder Abgrenzung. Auswahl ermöglichen oder Auswahl nicht ermöglichen. Da muss ich mich entscheiden. Ja oder nein. Und wem? Ganz klar, dem Nutzer. Der dritte Schritt, ich füge die Anwendbarkeit oder die Klassifikation hinzu. Soll. Ja? Oder soll nicht, oder darf, oder muss, das sind die Anwendbarkeit. Die Kaffeemaschine soll den Nutzer die Auswahl ermöglichen. Jetzt fülle ich noch ein paar Details hinzu, weil nur mit einem Nutzer, einer Aktivität und einem Objekt ist meistens noch nicht so aussagekräftig. In unserem Fall ist es, soll der Nutzer die Auswahl der Kaffeesorte ermöglichen. Und was fehlt jetzt noch? Ja, der logische Zusammenhang. Und wichtig ist auch der zeitliche Zusammenhang. Zeitlicher Zusammenhang in dem Fall ist das Qualitätsmerkmal. Ja, das heißt, in diesem Beispiel oder in dieser Vorlage füge ich funktionale und qualitative Anforderungen auch in einem Satz zusammen. Ja. Hier würde ich jetzt als Verfeinerung noch sehen, ich kann das noch ein bisschen besser formulieren. Ja. Weil im vorhergehenden Schritt nach dem Abschließen des Einschaltvorganges, ja, das ist ein bisschen, das habe ich halt einfach mal so zusammengebaut, weil das die logische, korrekte Reihenfolge ist. Jetzt habe ich meine Anforderungen nach diesem Schema quasi erstellt. Wenn jetzt diese Anforderung in mein Dokument verführt würde und ich jetzt die anderen zusätzlichen Schritte machen würde, würde jetzt die Analyse und die Problemlösung kommen. Analyse würde heißen, muss ich das noch verfeinern? Ist das aussagekräftig genug? Oder brauche ich noch eine Generalisierung? Brauche ich noch eine Verallgemeinerung? Und würde zum Beispiel erkennen, ich brauche wahrscheinlich noch eine Anforderung, die mir beschreibt, wie lange der Einschaltvorgang dauern darf. Ja, als Qualitätsmerkmal, als zusätzliche Anforderung. Und dann würde ich halt einen zusätzlichen Durchlauf durch dieses Template machen, um dann eine neue Anforderung zu generieren, die mir das, was ich jetzt gerade gelernt habe, was noch fehlt, dann liefern würde. Das ist eigentlich eine relativ komfortable Sache.
um auf Anforderungstests zu kommen. Eine Frage, was ist mit dem Wie an der Stelle? Also sollen Sie sich vom Vortag merken? Gibt es dann ein Menü? Gibt es nur eine Sorte? Also nach welchen Kriterien wird es, oder wie ist die Eingabe? Das führt auch dann an der Anforderung, oder? Naja, also das sind genau die Fragen, die man sich dann in der Analyse stellt. Ja? Das ist jetzt eine Funktion, die Auswahl. Was das dann, also was das dann genau für Funktionen nach sich zieht, habe ich einen Knopf, habe ich eine Sprachaktivierung. Ja? Wie wird das visualisiert, die Auswahl? Sehe ich das? Das sind alles zusätzliche Sachen, die dann auf dieser, das ist eine andere Abstraktionsebene. Ja? Und das kann ich gleich auch mal im nächsten Tempel zeigen. Das wäre dann die Volare-Vorlage, wo man dann zusätzliche Informationen zur Anforderung ablegt. Ja, das heißt, den Satz, den ich erstellt habe, den würde ich in diese Vorlage integrieren und den dann so auch im Dokument oder irgendwo anders ablegen können. Und diese Vorlage bietet mir eine Anforderungsidentifikation, die Klassifikation nochmal explizit hervorgehoben, die Beschreibung. Optional kann ich da noch ein bisschen Hintergrund geben, wenn ich das möchte, zum Verständnis. Und unten die drei Punkte, das sind die Sachen, wo sich jetzt die Frage drauf bezieht. Das ist die Nachverfolgbarkeit. Und die Nachverfolgbarkeit in beide Ebenen hängt ab von, das ist eine Abstraktionsebene tiefer. Das heißt, was muss da sein, damit ich das überhaupt habe? Ja? Zum Beispiel, die hängt ab, also zum Beispiel in der Kaffeesorte wäre es so, hier steht ja drin, nach Abschluss des Einschaltvorgangs die Auswahl der Kaffeesorte ermöglichen. Die grundlegende Anforderung wäre zum Beispiel, die Kaffeemaschine unterstützt mehrere Kaffeesorten oder kann mehrere Kaffeesorten zubereiten. Ja, die sagt noch nicht, wann sie das kann, die sagt nicht, ob sie es immer kann, die sagt nur, dass sie es kann. Und das wäre eine Spezialisierung davon, die sagt, nachdem der Einschaltvorgang abgeschlossen werden kann, kann ich die Kaffeesorte auch noch auswählen. Ja. Und das sind die Sachen, die ich alle in verschiedenen Anforderungen kommuniziere. Ja. Ich kann das natürlich auch in einen Fließtext schreiben, wie es gerade nachgefragt wurde, noch mehr Informationen in diese Anforderung reinbringen, wo ich sage, okay, da gibt es einen Knopf, dann guckt das einmal bei dem und das zweimal bei dem und das geht auch nur, wenn das nicht leer ist oder das geht auch nur montags und freitags und nicht sonntags. Das kann ich alles in den Text mit einbringen. Macht es aber in Bezug auf die Einzeleigenschaften wesentlich schwerer, die Nachvollziehbarkeit, die Erweiterbarkeit und vor allen Dingen auch Konfliktlösungen und die Durchsuchbarkeit zu gewährleisten. Und deswegen geht man eher zu so einer Abhängigkeitsmodellierung, wo man sagt, ich habe verschiedene Anforderungen auf verschiedenen Ebenen und kann sagen, wenn ich hier einen Fehler feststelle, dann habe ich unten meine Verknüpfung, wo ich sage, das hängt davon ab oder das steht im Konflikt damit. Das heißt, wenn ich eine Anforderung streiche, kann ich vielleicht die im Konflikt mit meiner Anforderung ist, wieder hinzufügen. Und das wäre jetzt quasi dann so das Format, in dem man auch eine einzelne Anforderung ablegt. Das ist natürlich nicht das einzige Format, wenn man mehr Informationen braucht. Es gibt auch Anforderungen, zum Beispiel, da ist eine Skizze notwendig. Zum Beispiel bei Abmessungen oder sowas. Oder bei Lochabständen oder irgendeinem Gerät. Das kommt nur auf den Kontext drauf an. Genau. Sonst noch Fragen zur Dokumentation? Jetzt haben wir unsere Anforderungen, nachdem wir die einmal analysiert haben und die Probleme beim Formulieren oder beim Dokumentieren behoben haben, in ein Dokument gebracht. Fehlt noch ein wichtiger Schritt, das ist die Validierung und Verifizierung. Kann ich aus dem Kopf sagen, was der Unterschied ist? Sind alles ziemlich gleich? Ganz einfach gesagt, Validierung ist, ob ich das Richtige spezifiziere. Spezifiziere ich das, was mir die Kunden gesagt haben, was sie haben wollen? Ja, also schreibe ich das auch da, was sie mir sagen, richtig auf und nicht falsch.
gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel, ich möchte überprüfen, ob das, was mir erklärt wurde, auch verstanden habe. Kann ich zum Beispiel Reviews machen, indem ich das, was ich aufgeschrieben habe, demjenigen, der mir die ursprüngliche Sache gesagt hat, hingebe und sage, lies sie bitte durch. Hat ich auch schon jemand mal gemacht. Oder Prototyp. Ich baue einen Mockup oder ich baue einen funktionalen Prototyp und sage, schau dir das mal an, ist das so, wie du es vorgestellt hast. Das ist Validierung. Wenn ich so ein Review durchführe, ist das, wie man sich das vorstellt, ich verteile ein Dokument, sammle die Ergebnisse und dann kommt der wichtige Punkt. Die Ergebnisse, die ich davon habe, die führe ich direkt wieder in meine Anforderungsdokumentation und passe die dementsprechend ein. Wichtig ist auch zu sagen, wenn jemand Verständnisprobleme hat, dann ist es auch ein Defekt in der Anforderung. Weil wenn jemand die Anforderung nicht verstehen kann, dann kann er sie erst recht nicht umsetzen. Ja. Prototypen, wie man sich das als für einen Prototypen vorstellt. Ich stelle den, ich überlege mir ein Einsatzszenario, beschreibe das Einsatzszenario demjenigen, der es benutzt. Das ist ziemlich wichtig, dass die nicht anfangen, an so einem Prototypen irgendwelche Experimente auszuführen, mit Sachen, die dafür gar nicht notwendig sind oder die gar nicht berücksichtigt wurden. Sondern es geht nur um eine bestimmte Sache, die in diesem Szenario an dem Prototypen erprobt werden soll. Und das muss man vorher halt auch sich überlegen. Und dann mitsagen, sonst kommt da nur Käse raus. Ja? Dann regen die sich nämlich über Schriftgrößen und Farben und Buttonabstände auf. Und fragen, wenn man fragt, hast du den Knopf auch mal gedrückt? Nee, nee, daraus hätte ich nicht. Zusätzlich dazu, Verifizierung. Verifizierung ist im Gegensatz zur Validierung, fragt sich, ob ich die Spezifikation richtig durchführe. Also nicht das richtige Produkt oder das richtige Projekt, sondern spezifiziere ich richtig. Und das kann man auch wieder über solche Reviews und Inspektionen machen. Und man kann auch Anforderungen testen. Reviews in dem Sinne, bei der Verifizierung, konzentrieren sich jetzt aber nur auf die Anforderungen an die Spezifikation. Ja? Wenn wir gesagt haben, okay, wir wollen die Anforderungen nachvollziehbar machen, wir wollen sie atomar an sich abgeschlossen machen, dann teste ich die Anforderung auch nur hinsichtlich dieser Eigenschaften. Und nicht, ob jetzt die funktionale Beschriftung oder Beschreibung dort drin alle logischen Lücken schließt. Ja. Ist teilweise nicht notwendig, aber das mache ich bei der Verifizierung, schaue ich nach, ob ich mich an die Spezifikation halte. Bisschen, so wie man es mal gehört hat, man kann auch Anforderungen testen. Ja, man kann seine Anforderungen hernehmen und kann sich jetzt in einem Gedankenspiel überlegen, was würde passieren, wenn. Komme ich dann durch meine Anforderungen auch dementsprechend durch? Ja. Das ist natürlich auch dann wichtig, wenn ich meine Anforderungen in verschiedenen Arten dokumentiert habe. Zum Beispiel kann ich meine Anforderungen natürlich nicht nur in Schriftform dokumentieren, sondern ich kann Anforderungen auch mit Verhaltensstruktur und Ablaufdiagramm dokumentieren. Das geht genauso. Ja? Das ist, was viele halt schon sagen, das ist ja Design. Nee, das ist eine Anforderung, das gehört auf einer anderen Ebene, eine andere Sicht auf mein Projekt. Geht genauso. Und diese Sachen kann ich auch testen. Ja, da kann ich sagen, das ist ein virtuelles Szenario. Überprüfe bitte, ob das in dieser Sequenz oder in diesem Ablauf auch ablaufbar ist. Ja. Und dafür gibt es auch Tools, die können wir da auch helfen. Wobei wir auch schon beim letzten Abschnitt von heute sind. Anforderungen nach Praxis. Ja. Stellt sich die Frage, jetzt habe ich meine Anforderungen über aufgeschrieben, jetzt habe ich die in so einem schönen Dokument. Jetzt muss ich die auch noch irgendwie verwalten. Natürlich gibt es auch noch schlechte und gute Anforderungen, das heißt, ich kann mich auch an die ganzen Sachen halten, die ich jetzt gesagt habe, und trotzdem so nur semi-sinnvolle Anforderungen bekommen.
Und ich muss natürlich das ganze Prozedere erfassen, begutachten, beheben von Problemen, aufschreiben, muss ich irgendwie in meinem täglichen Workflow mit einarbeiten. Da ist ja eigentlich gar kein Platz mehr. Und natürlich klingt das so alles so schön sinnvoll, was man da tut, aber hat natürlich auch ein paar Nachteile. Das war nicht in jedem Fall, aber in gewissen Kontexten. Wie alles, was ich heute erzählt habe, immer im richtigen Kontext zu sehen ist. Das Verwalten von Anforderungen, das bezieht sich nicht primär auf das Abspeichern und auf das Laden von existierenden Anforderungen. Sondern worum es hier geht, ist, dass ich Anforderungen, die ich irgendwie zusammengesammelt habe, in einer Konfiguration ablege. Das ist eine Konfiguration, ja, zum Beispiel, ich habe ein Gerät gebaut, es hat eine Software, es hat eine Hardware, das wurde vor 10 Jahren entwickelt und vor 10 Jahren gab es die Richtlinien, dass Geräte maximal so laut sein dürfen. Dann habe ich meine Anforderungsdokumente, da habe ich diese Normen, die zu dem Zeitpunkt gültig sind. Das ist meine Anforderungskonfiguration für dieses Gerät. Und wenn ich dieses Gerät warte dann, oder in Betrieb nehme, dann gilt auch diese Anforderungsliste dafür. Wenn ich das Gerät irgendwann mal aktualisiere und es zum Beispiel eine neue Norm gibt, die mir die Umgebungsgeräusche oder die maximale Lautstärke für ein Gerät neu vorschreibt, dann muss ich das berücksichtigen in meinen neuen Produktentwicklung und dann ist das eine neue Konfiguration. Und um solche Zusammenstellungen, um solches Verwalten von Konfigurationen, da spricht man allgemein, wenn man von Verwaltung von Anforderungen spricht. Das funktioniert eigentlich ganz ähnlich, wie man das von normaler Versionsverwaltung kennt, außer dass man halt sich die Sachen, die ich gerade genannt habe, noch zusammenstellt und das üblicherweise, wenn wir zum Software sprechen, pro Release durchführt. Und wie man natürlich sieht, ist das auch ganz wichtig, wenn man Iterationen oder Änderungen durchführt, dass man diese ganze Sache auch wieder nachvollziehen kann. Da ist die Verwaltung eigentlich der wichtigste Punkt, dass ich in der Lage bin, zeitliche Änderungen auch wieder nachzuvollziehen und zu üben. Diese Nachvollfolgbarkeit, die erfolgt dabei in 3 Dimensionen. Das ist zum einen die horizontale Dimension. Die horizontale Dimension, das ist, wenn eine Abhängigkeit zu einer anderen führt. Was wir gerade diskutiert haben, eine Anforderung ist die Voraussetzung für eine andere. Dann ist das die horizontale Nachverfolgbarkeit. Dann möchte ich gern wissen, wenn ich die Anforderung ändere, was also muss ich nun darauf aufbauen, die Anforderungen machen, die von mir abhängen. Die vertikale Anforderung, das ist, wenn ich verschiedene Abstraktionsebenen habe. Das heißt, wenn ich Anforderungen habe, die sich auf ein Gesamtsystem beziehen und dann auf einzelne Systeme, dann spricht man von der vertikalen Abhängigkeit. Also die vertikale Abhängigkeit, die betrifft Anforderungen auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen und die horizontale Abhängigkeit, Anforderungen auf derselben Abstraktionsebene. Sieht man im Normalfall so nicht. Wichtig ist eigentlich nur bei diesen beiden ersten Punkten zu sagen, ich möchte gerne wissen, wenn ich vom Kunden einen Änderungswunsch für eine neue Version bekomme, von meiner Software, welche Stellen muss ich überall anfassen, damit ich diese Änderung umsetzen kann. Das ist eigentlich die Quintessenz von dieser Nachverfolgbarkeit, die ich haben möchte, dass ich hingehen kann und sage, okay, ich fasse dort was an, wo muss ich überall meine Änderungen durchführen. Und evolutionär ist das, was Versionsverwaltungssysteme möglicherweise bieten. Wenn ich mehrere Versionen von einer Anforderung habe, möchte ich gerne diese unterschiedlichen Versionen auch nachvollziehen können. Zusätzlich bei der Verwaltung von Anforderungen gibt es auch das Änderungsmanagement. Wie gehe ich mit Änderungen um? Wie werden die eingepflegt? Da gibt es verschiedenste Szenarien und Methoden und Möglichkeiten, das zu tun. Wichtig ist eigentlich nur zu wissen, dass es hauptsächlich immer danach geht,
eine Aufwandsabschätzung. Das heißt, wenn ich eine Änderung habe, mache ich das oder ist mir das einfach zu kompliziert? Habe ich da keine Lust drauf? Brauche ich es nicht? Das sind alles so die Fragen, die ich bei einem Aufwandemaster klären muss. Und ganz wichtig, man kann auch Nein sagen. Ja, das ist also im bisherigen Vortrag zu kurz gekommen. Also man muss auch nicht alles, was da kommt, auch mal akzeptieren. Man kann auch an jeden Stellen sagen, passt halt nicht, das ist alles Konfliktlösung. Und darauf aufbauend, auf diesen Sachen, Änderungsnachverfolgung, Versionierung, Status überprüfen, wann ist eine Anforderung fertig, wann muss ich da noch was tun. Das sind so die gängigsten Tätigkeiten, die man noch so mit anfindet oder antrifft. Das sind so Wikis oder Bug-Tracker oder Issue-Tracker, was es da verschiedene Systeme gibt. Und darauf aufbauend aber auch Statistiken und Metriken. Ja, zum Beispiel ganz, ganz interessant ist es, wenn man überprüft, stimmen denn die Abschätzungen, die ich von meinen Anforderungen für die Entwicklungsdauer getan habe, mit den Anforderungen und mit den Abschätzungen überein oder mit den tatsächlichen Werten überein? Und wie viele Fehler habe ich in Anforderungen festgestellt? Wie gut waren die Fragen, die ich gestellt habe? Solche Sachen spielen auch alles dort eine Rolle. Ganz wichtig auch noch der Punkt, diese ganzen Nachverfolgungen, Statistiken und Standardverfolgungsthemen sind immer hochgradig kontextabhängig. Ja, es gibt Projekte, die sind sehr stark in so einen Entwicklungsprozess eingebunden und haben auch einen sehr definierten Anforderungspart. Und dort sind diese Statistiken und Metriken in der Tat hilfreich. Ja, weil einfach, wenn der Umfang größer wird oder richtig groß wird, ist es sehr wichtig zu wissen, ob ich denn jetzt schon mit meiner Fehlerrate in meinen Anforderungen ankomme oder nicht. Das ist bei kleineren Projekten eher uninteressant oder viel zu aufwendig, das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ich hatte schon gesagt, auch wenn man sich an gewisse Sachen hält, kann man immer noch schlechte Anforderungen produzieren. Aber was sagt man denn üblicherweise für eine gute Anforderung? Also egal wie ich die dokumentiere, was ich mir für eine Technik überlege oder für ein Tool nehme, ich komme nicht drum herum, dass ich ein paar grundlegende Eigenschaften einhalte. Und das sind eine Handvoll. Es muss eigentlich immer präzise und klar ausgedrückt werden. Atomarer Aufbau ist auch ganz wichtig. Wir sagen im Prinzip aus, dass ich keine zwei Anforderungen zusammenlesen muss, um sie zu verstehen, sondern sie sind in sich abgeschlossen. Und ich kann überprüfen, ob eine Anforderung erfüllt wurde oder nicht. Das ist auch noch relativ wichtig. Ansonsten brauche ich es nicht aufschreiben, wenn ich sie nicht überprüfen kann. Das sind auch dafür. Wenn ich Anforderungen jetzt in meinem speziellen Entwicklungsmodell benutzen möchte, was ist da so als wichtige Punkte, die man sich so berücksichtigen sollte? Was ich schon gesagt hatte, man kann das nicht, also man kann es theoretischerweise in den Modellen anwenden, wenn man sich an so einen Prozess, ein Produktmodell hält, dann gibt es da alle Möglichkeiten, das zu tun, aber wenn es existierende Modelle gibt, ist es sehr, sehr sinnvoll, die anwendbaren Teile zu identifizieren. Ja, das heißt, es gibt Teile von meinem Prozess, von meinem Entwicklungsprozess. Dort hilft mir die Anforderungsanalyse sehr viel, weil ich halt fest, oder weil man selbst festgestellt hat, dort gibt es immer wieder Quellen für Fehler in diesem Bereich von meinem Entwicklungsprozess. Und die Fehler sind zum Beispiel anhand von fehlenden Anforderungen oder fehlendem Funktionsverständnis zurückzuführen. Dann habe ich dort einen Teil meiner Entwicklung gefunden, wo ich Anforderungsanalyse zum Beispiel sinnvoll einsetzen kann. Wichtig ist auch noch, dass man sich Tools und Vorlagen anschauen sollte, weil da gibt es verschiedenste Arten, hat man schon mit den Templates gesehen. Ich habe auch diese Spezifikationstemplates von diesen IEEE mal mir angeschaut, also die
Definition vom Inhaltsverzeichnis überspannt durch mehrere Dutzend Seiten. Ja, das ist nur die Definition vom Inhaltsverzeichnis und nicht der Inhalt. Das muss wieder sagen, nur wie das System auf, wie das Dokument aufgebaut ist. Ja. Habe ich auch selbst schon so benutzt, nicht von dieser Vorlage, aber auch schon existierende Spezifikationsdokumente, die eine vorgefertigte Struktur haben, wo auch Fragen drin standen, die einfach ausgefüllt wurden. Das war manchmal ganz hilfreich, weil man sich über gewisse Fragestellungen, über gewisse Sachen einfach Gedanken machen musste. Ja, und wenn man die nicht sinnvoll beantworten konnte, dann hat das meistens zur Folge gehabt, dass man das Problem noch nicht korrekt verstanden hat. Und im Nachgang dann nochmal jemanden fragen musste, der ihm das erklärt hat. Und ganz wichtig, wenn ich das integriere, Rückmeldungen einbringen. Ja, das heißt, wenn ich irgendwas tue, ich frage jemanden nach den Anforderungen, ich baue die ein, dann zeige ich denen das aber nicht. Ich mache diesen Feedback-Loop nicht, den wir in dem vorherigen gesehen haben. Dann funktioniert der ganze Prozess nicht. Ja, dann habe ich zwar mir Sachen dokumentiert, aber ich habe keine Ahnung, ob ich den Prozess, ob ich die ordentlich erfasst habe, ob ich die ordentlich umgesetzt habe. Und eigentlich ist es mein Ziel ja, am Ende zu sagen, ich möchte auch mit der Anforderungsanalyse meinen Entwicklungsprozess eigentlich verbessern. Egal wie groß der Umfang ist, nämlich. Das kann genauso großer Aufwand sein, die Anforderungsanalyse, wie das eigentliche Entwickeln der Software. Das kann auch nur ein Bruchteil sein. Das kommt immer ganz auf das Projekt an. Ich kenne jemanden, der arbeitet im Medizinbereich und dort ist die gesamte Anforderungsanalyse, die ganze Spezifikationsphase, doppelt so lang wie die eigentliche Umsetzungsphase der Software. Der baut Herzschrittmacher. Kann man sich vielleicht auch vorstellen, warum, dass die da nichts dem Zufall überlassen wollen. Kommt immer auf die Domänen drauf an. Genau. Welche Hilfsmittel gibt es denn so? Das eine hatte ich schon gesagt, es gibt so Vorlagen, die kann man sich einmal erstellen, blanko, und dann kann man die benutzen. Das ist eigentlich eine ziemlich effiziente Methode. Das ist meistens dann sinnvoll, wenn man sich in derselben Domäne bewegt. Wenn meine Projekte oder Produkte aus allen möglichen Bereichen kommen und mit Hardware, ohne Hardware, Dienstleistungen, Software, dann ist das vielleicht nicht so sinnvoll, weil dann braucht man so ein genormtes Monsterdokument mit 520 Seiten. Aber für so gewisse Anforderungen, für gewisse Projekte ist das relativ sinnvoll. Dann gibt es natürlich komplette Programme, die machen einem das. Haben wir auch schon mal einmal einen benutzt. Zum Beispiel Enterprise Architect oder Rational Neurons, kennt vielleicht schon mal jemand gehört. Das sind so nicht nur für die Anforderungsanalyse, sondern meistens für die komplette Modellierung und für das komplette Design von Software. Suiten, die mir aber auch diese ganze Verwaltung, Management und Dokumentation von Anforderungen abnehmen. Und wo ich sie dann auch nachvollziehbar integrieren kann. Ja, zum Beispiel, großer Pluspunkt ist es, wenn ich ein Ablaufdiagramm habe, kann ich an dem Ablaufdiagramm sofort erkennen, aufgrund welcher funktionalen Beschreibung ich diesen Ablauf überhaupt brauche. Also warum mein System diesen Ablauf überhaupt entschlüsseln muss. Und was noch so eine Sache ist, wenn man jetzt das nicht über sich Programmsuiten machen möchte, sondern über normale Dokumente, ein Dokumentennummernsystem hilft bei der gesamten Nachverfolgbarkeit enorm. Und auch bei der Wiederverwendbarkeit. Wenn man verschiedene Anforderungsdokumente sortieren möchte. Das kommt, wie gesagt, auch immer auf den Kontext drauf an. Ob es da schon was gibt oder ob man sich da selbst eigene Dinge ausdenken muss. Genau. Also die Frage in die Runde. Wir haben alles schon gemacht. 1, 2, 3. Doch, wow. Also man merkt, es ist nicht nur so theoretisch, dass es das gibt. Wie gesagt, Nutzenverhältnis zum Aufwand muss man immer sehen.
in welchem Kontext und in welchem Umfeld man das benutzt. Wichtig ist aber eigentlich, dass ich mir das vor dem eigentlichen Projekt überlege, dass ich das machen möchte. Und wenn ich das mittendrin anfange, dann funktioniert das nicht. Ich muss mir vorher überlegen, wie ist mein Prozess und wie integriere ich dort meine gewissen Schritte. Ich sollte mir die Tools auch vorher raussuchen. Und der letzte Punkt, man muss auch die richtigen Entwickler dafür brauchen. Ja, wenn man jemanden das gewisse Tools oder gewisse Prozesse aufdrückt und er ist nicht happy damit, dann wird das unterm Strich auch nicht so zu den gewünschten Ergebnissen führen. Sondern es müssen auch sozusagen die Leute das auch benutzen wollen. Weil es ist quasi also keine Pflichtübung, sondern es ist eigentlich zur Qualitätssteigerung und zur Qualitätssicherung am Ende dienen soll. Genau. Und damit bin ich durch meine Folien durch. Und Fragen stimmen. Also die Praxis ist eigentlich so, dass am Ende sich rausstellt, dass immer am Anfang zu wenig gemacht wurde. Weil das Letzte, was du gesagt hast hier, dass man das halt vorher machen muss, ist eben auch der Punkt. Oft weiß man vorher gar nicht, wie lange ein Softwareprojekt auch leben wird. Und selbst wenn man es weiß, man unterschätzt den langfristigen Aufwand oder Nutzen, den man davon bekommt. Und das andere ist natürlich, wie viel Aufwand ist man auch gewillt, vorher in sowas einzustecken. Und auch konsequent dann zu pflegen, das ist ja der andere Aufwand. Ja. Also das ist auch die Erzeugungsmodell ganz wichtig. Ich muss mich dann auch dazu durchringen können, wenn ich zwischendrin eine Änderung habe oder es erkenne, dass ich das auch rückwirkend dokumentiere. Ich habe schon gesagt, eine Software, die 10 Jahre unterwegs ist, dann weiß, selbst wenn man die selbst geschrieben hat, weiß man nicht mehr alle Gründe, warum man gewisse Sachen zu machen. Und wenn man dann nachgucken kann oder zumindest eine Möglichkeit hat, herauszufinden, warum gewisse Sachen so gemacht wurden, dann spart einen das unter Umständen Zeit und Geld. Ich finde es ein bisschen schwierig, finde ich, ist, da wenn man jetzt auch im Dienstleistungssektor unterwegs ist und Software erstellt, wie man die letztendlich nicht kann, dann hat man meistens auch die Erfahrung, dass dieses theoretische, Sicherheitsfassen des Dinges und das alles aufschreiben, dass das meistens immer von dem Auftraggeber unterschlagen wird. Also die verstehen ja nicht, wieso muss das jetzt sein? Oder ihr setzt euch jetzt an den Rechner und fangt an zu coden, ich mache jetzt die Software. Ne? Und das finde ich recht schwierig, dort die Notwendigkeit auch zu verdeutlichen, dass es wichtig ist, dass man was macht. Ab einer gewissen Größe jetzt nicht, dass ein kleines Click-and-Learn-Tool ist, klar. Aber ja, wenn es jetzt etwas längerlebig ist, wie man dann den Kunden plausibel erklären kann, ja, okay, die Entwicklung dauert so lange, aber das Requirements Engineering dauert auch nochmal vielleicht so lange oder so. Und das finde ich ist sehr, sehr schwierig. Und vielleicht haben wir uns Informatik auch, dass wir selbst die Welt kaputt gemacht mit unseren Tools. Ich meine, ja, ich lade mir irgendwie ein Google-Studio runter oder lade eine Umgebung, fange an, kurz abzuhacken und das ist dann, ne? Das läuft irgendwie, macht was. So dass wir, ja, dass die Leute, die es eigentlich nicht können, die haben das mal gehört. Es ist ja nicht so schwierig, die Software zu schreiben. Aber es mag kein Ding. Ja, das denken halt die meisten, dass wenn man sagt, ich brauche meine Software, dann heißt das Software schreiben. Ja, da hilft eigentlich nur, muss man nur konsequent sein. Also man kann das nicht lösen, indem man es einfach ignoriert, man versucht das Beste draus zu machen. Weil wenn man die Informationen nicht hat, die kommen ja nicht einfach zur Luft. Die sind ja irgendwo da. Ja? Es hilft dann aber auch meistens, dass man sich dann für ein Modell entscheidet, was sich
auf Iterationen aufbaut oder auf Spiralen aufbaut. Das heißt, man sagt, man bekommt einen initialen Satz von Informationen vom Kunden und kann sagen, okay, du hast mir jetzt das gegeben, ich kann dir jetzt das liefern, aber nicht mehr. Und dann, wenn wir das haben, können wir über den nächsten Schritt reden. Wir können über die Zusatzsachen reden, was du noch möchtest. Ja? Das ist halt, wenn der Kunde nur sagt, okay, ich sag dir jetzt einen Satz und dann lieferst du mir bitte in 2 Jahren was. Ja? Gibt es auch solche Bedingungsmodelle. Funktionieren aber meistens nicht besonders gut. Dann sollte man wirklich dazu hingehen und sagen, okay, pass mal auf, wir brauchen erstmal die und die Zeit, um zu verstehen, worum es geht. Ja, das ist erstmal so eine Initialphase. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man sich auch Gedanken machen, okay, wie lange brauche ich jetzt, um alle Anforderungen zu bestimmen, mit wem muss ich reden. Ja, weil wenn der, wie du schon sagst, wenn der Kunde nur ein Tool haben will, dann ist es nur für ihn selbst. Ja, wenn der Kunde aber ein Repräsentant von einer Firma ist, die ihre gesamten Gerätschaften der Software ausrüsten möchte, dann sollte man dem mal dezent darauf hinweisen, dass man wahrscheinlich mit allen seinen, mit einem Produktleiter oder mit einem Kunden oder so rechnen möchte. Das ist in der Tat schwierig. Das liegt aber auch daran, dass das ganze Software Engineering noch nicht so besonders alt ist. Also das Begriff ist ja gerade mal seit 1968. Und die ganzen Sachen sind ja auch noch entwickelt. Ja, was ich halt so echt interessant finde, also ich denke mal, das auch, weil ich da wo die andere ist, sei es Softwareprojekte oder andere Projekte, viele Projekte scheitern heutzutage, ne? Sei es neue Flugzeuge, neue Brücken, Philharmonie in Hamburg, weil sich bestimmte Sachen einfach heutzutage mal schnell machen lassen, einfach so. Ne? Früher, ich weiß nicht, vor 50, vor 100 Jahren, bevor man dort einen Motor gebaut hat, eine Brücke gebaut hat, haben die sich ans Reißbrett gesetzt und haben das wirklich bis auf den letzten Millimeter durchgerechnet. Ne? Und dann waren sich wirklich sicher, es klappt, es kann durchgehen, es passt. Heutzutage, zack, Software, geht los, Bums und ja. Wenn 50% der Fälle geht, dann 50% der Fälle nicht. Halt Software wird nicht produziert, Software wird entwickelt und kopiert. Und das ist das, was halt bei vielen im Kopf hängen bleibt. Und die sagen dann, naja, Änderungen dort drin sind ja billig. Die kosten ja nichts, ich kopiere die Software einmal. Ja, weil gerade was die ganzen mechanischen ingenieurstechnisch Richtungen haben, die wissen, es geht wirklich um Sachen, die kann ich ja nicht mehr rückgängig machen. Ja, wenn ich das Gerät einmal falsch so in Serie produziert habe, dann ist die gesamte Serie kaputt. Ja, bei der Software gibt es halt keine Serie, da gibt es nur die Kopie. Ja, und wenn ich halt den Defekt habe, habe ich den zwar in jeder Kopie, aber die Idee, also das Verständnis von vielen ist halt, ich brauche irgendwo die Software anpassen. Und dann kann ich das neue kopieren, so oft ich möchte. Ja, das kommt aber auch an, wo die Software eingesetzt wird. Wenn ich jetzt irgendeinen extremen Zertifizierungsprozess habe, wo das Ding für 10 Jahre oder 20 Jahre nur über der Maschine laufen muss, dann kann das dann teuer werden, wenn da jede Kopie einen Fehler hat. Genau. Und deswegen, wenn man das Defekt ganz am Ende findet, ist es schon viel zu spät. Da braucht man da, kann man nicht mehr anfangen, da irgendwas zu ändern. Ich glaube, auf seine Frage würde ich auch sagen, man sollte auch aus unserer Sicht versuchen, die Leute, also die Kunden, die das nicht verstehen, dass das notwendig ist, so ein starkes Requirements Engineering, dass man die dazu bringt, dass sie das verstehen. Also bei uns hat es gezeigt, dass wir selbst dann, wenn einer zu uns kommt und sagt, hier, das ist unsere Anforderung, so eine A4-Seite mit 3 Sätzen drauf, und dann Haufen Protokolle, wo er Sätzungsweise, wofür er die braucht, sie dann selbst durchgehen und so lange nachfragen und so lange hinterher haben, bis wir alles so weit aufgeschrieben haben, dass es zumindest für unsere Entwickler eindeutig ist. Und dass wir irgendeinen, sagen wir mal nicht Praktikanten, aber einen Entwickler, der damit nichts zu tun hat, hinsetzen können und er anhand von diesen Spezifikationen das zumindest komplett entwickeln kann. Und wenn das der Auftraggeber nicht mitmacht, dann machen wir mit denen keine Aufträge. Oder das ist so. Das ist wahrscheinlich die Konsequenz sein. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt noch, wo man sagt, diese Reviews, ne, dass man die auch mit jemandem durchführt, der das vorher noch nicht gesehen hat. Aber wenn derjenige, der das durchliest, dann sagt, ich verstehe die Bedeutung nicht, das ist doppeldeutig, dann ist das schon mal ein wichtiger Hinweis. Ne, weil das heißt, mit 50%iger Wahrscheinlichkeit wählt der Entwickler die falsche Bedeutung aus. Das ist halt dann auch so eine Sache. 99%. Das andere ist halt die Frage, wo hört man auf? Also, wenn man es schon mal gemacht hat, so eine Spezifikation zu schreiben, dann weiß man auch, dass man eigentlich unendlich
eine Spezifikation schreiben könnte, bis jetzt letztes jedes letzte Detail da ist und das geht auch nicht. Also genau. Man wird es nie ausdehnen. Deswegen hat man am Anfang ja sein Viereck, was man leisten kann. Und deswegen vorher in die Prozesse integrieren, dass man sich vorher im Kopf macht, was heißt Requirements Engineering für uns in unserem Entwicklungsprozess. Ja. Heißt das, wir wollen jede mögliche Benutzerinteraktion mit der Oberfläche auch beschrieben und dokumentiert haben? Ja. Oder wollen wir zumindest eine logische Abdeckung aller Fehlerfälle erreicht haben? Ja, das sind es gibt verschiedene Klassen, da gibt es auch wieder verschiedene Spezifikationen, die einem das dokumentieren, was dort für Komplettierungszustände für solche Spezifikationen gibt. Aber das muss man halt immer auch im Kontext sehen. Die alles entscheidende Frage ist natürlich, jetzt gibt es die ganzen Tools und Überlegungen und Standards. Warum scheitern dann immer noch genauso viele Softwareprojekte? Also signifikant hat sich ja jetzt nichts geändert in den letzten Jahren. Obwohl ja, verschiedene Leute verschiedene Techniken versucht haben einzuführen, die aber letztlich anscheinend auch nicht dazu führen. Also selbst mit agiler Softwareentwicklung scheinen die Projekte nicht besser zu laufen als vorher. Hauptgrund ist eigentlich, wenn man jemandem sagt, ich brauche 2 Monate, um abzuschätzen, wie lange ich brauche, sagen die, nö. Weil die Leute, denen man das sagt, davon keine Ahnung haben. Und das hat sich nicht grundlegend geändert. Man kann Glück haben, dass da ein Verständnis vorhanden ist, dann hilft einem das. Und dann schafft man auch, man sieht ja, dass auch innerhalb, sag ich mal, auch 30% Projekte erfolgreich ausgeführt werden, ja. Aber es werden halt diese ganzen Prinzipien nicht konsequent durchgeführt. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Fälle, wo ich schon gesehen habe, dass jemand aus dem Vertrieb oder aus dem Service zu jemandem hingeht und sagt, das funktioniert nicht in der Software, bitte behebe das. Ja. Das habe ich auch in Firmen, wo ich schon gearbeitet habe, gesehen und dann haben die Leute das dort reingeklopft und dann war nach einem Jahr, das alles konnte man vergessen. Ja. Wenn man Prozesse einführt, wo man sagt, okay, wir akzeptieren Software, die man ausliefert, ist nicht fehlerfrei. Ja, das kann man auch mit gewissen Komplexität, wenn man jetzt sagt, das ist kein leeres Programm, da sind Fehler drin. Und ob ich die triggern kann oder nicht, ist mal egal, aber so. Wie ich damit umgehe, das ist dann die nächste Sache. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe keinen Prozess, der mir eine Iteration zulässt, dann bin ich schon bei vielen Sachen, wenn neue Anforderungen in der Mitte hinzukommen, bin ich schon mal zur Entscheidung verurteilt. Weil ich die meisten nicht behandeln kann, ohne dann meine gesamte Sache noch von vorne aufzurollen. Aber auch so bei iterativen Prozessen ist halt die Versuchung einfach groß, diese lästigen Sachen wie Requirements Engineering oder Dokumentation einfach wegzulassen und weiterzumachen. Ja, nächsten Prototyp, funktioniert, warum testet, okay, nächster Prototyp weiter, so, irgendwann bin ich fertig. Ja, ist nicht viel besser als eine serielle Sache, weil wenn ich nach der dritten Iteration vergessen habe, eine wichtige Anforderung mit einzubauen, und ich die erst nach der siebten Iteration merke, habe ich schon so viel Zeug dazu gemacht, dass ich effektiv nicht mehr zum dritten zurückgehe. Ja, also das. Und was man halt sagt, ganz am Anfang, 20% der Funktionen werden wirklich benutzt. Das ist eine große Sache, weil wenn ich da am Anfang besser weiß, was ich mache, kann ich mich besser fokussieren. Ich denke mal, viele von den Projekten, die gescheitert sind oder zumindest nur partiell fertig geworden sind, wären besser dran gewesen, wenn sie am Anfang einfach gesagt hätten, was die Funktionen sind, die sie brauchen. Die Funktion, die sie liefern, ist ja nicht zwangsläufig die Funktion, die die Leute brauchen, die es benutzen. Und das ist nochmal, denke ich mal, ein großer Unterschied, der auch viel dazu ausmacht. Ob ich nun ein gutes Requirements Engineering habe oder eins, was ich zwar mache, weil es mir mein Chef gesagt hat, aber am Ende schreibe ich halt einfach alles auf, was ich habe, dann kann ich immer noch 2 Jahre lang für mich hinarbeiten. Das ist ein großer Vorteil, wenn man eine Software für sich selbst schreibt, wenn man sie selber nutzt, aber es geht ja meistens oftmals nicht, aber da merkt man ganz schnell, ob man
Funktion schreibt, die man nie braucht, weil man sie selbst gar nicht nutzt. Ne? In meiner Domäne ist es ganz schwierig. Wir schreiben Software für Geräte, die werden draußen im Feld benutzt. Da werden Hochspannungskabel damit gemessen. Ja. Habe ich noch nie gemacht. Aber hast du es schon mal angeguckt auf jeden Fall? Nee. Warum? Ich habe das Gerät. Ich war schon mal im Kraftwerk mit anderen Geräten, aber mit dem Gerät, was wir jetzt haben, war ich noch nie draußen unterwegs. Das ist aber eigentlich auch schwach. So. Nee, ist eigentlich gut. Warum? Ist eigentlich gut. Weil ich weiß nicht, wie es benutzt werden muss. Ja? Ich lasse mir das alles erklären. Wenn eine neue Funktion in unsere Software rein muss, dann lasse ich mir das von jemandem, der das benutzen muss, wirklich erklären. Und wenn er mir das nicht so erklären kann, dass ich das verstehe, dann muss er sich nochmal Gedanken machen, was er eigentlich möchte. Weil ich weiß, wie ich die Software bedienen muss, wenn ich selber geschrieben habe. Und wenn ich eine Funktion einbaue, die irgendwas leistet, und ich muss dafür drei Tastenkombinationen und zwei Knöpfe gleichzeitig drücken, dann ist das für mich vollkommen okay, weil ich kann mit dem umgehen. Aber wenn das jemand vor Ort im Halbdunkeln draußen machen muss und der muss da mit vier Tastenkombinationen drücken, wenn er dir das erzählt, sage ich, stehe ja im Halbdunkeln, das ist natürlich was anderes, als wenn du das nochmal vor Ort siehst. Also, okay, so wirklich, sieht das ja kaum. Praktische Erfahrung, Beobachtung oder sowas. Genau, Beobachtung. Sag mal hinfährst und sagst, für Abläufe. Guck mir das mal an. Für Abläufe, genau. Für existierende Sachen. Sind Gefühle für Kriegs, genau. Was macht der eigentlich? Also da? Richtig. Aber wenn ich jetzt neue Funktionen oder sowas mir ausdenken müsste, dann möchte ich das von einem Anwender wissen. Derjenige, der da. Ja, in dem Projekt drin. Aber du brauchst schon ein grundsätzliches Verständnis, was sie da tun. Also warst du bestimmt schon mal da. Hast du sonst, ja, das ist da, sonst wird es schwierig mit Software schreiben. Genau. Für den Anwendungsfall. Richtig. Und wenn du sagst, man muss auch Nein sagen können, ist ganz klar, wir haben immer viele Leute irgendwie vorstellen, was man gerne haben könnte, aber ist das denn wirklich sinnvoll? Das ist eine Frage. Ne? Das ist dann wahrscheinlich nochmal eine der vielen Funktionen, die nicht genutzt werden. Vielleicht. Und vor allem, man muss hinterfragen. Ja. Ja, es gibt Anforderungen, die haben Kunden gesagt, die möchten die unbedingt in der Software sehen. Hat dann dreimal nachgefragt, lag es am Ende nicht an der Funktion, die sie haben wollen, sondern nur daran, das Fenster zu klein machen. Ja, man muss einfach mal auch dann sehen, also einfach nur das annehmen und dann einhacken, das funktioniert auch nicht, sondern Generalisierung und Spezialisierung. Was ist die Ursache für diese Frage? Ja, hast du doch die Möglichkeit mit mehreren Leuten zu sprechen, wie groß gehen dann so die Wünsche, Erfahrungen auseinander? Also, man kann ja, wenn man sich auf einen fokussiert oder man spricht mit einem Interviewpartner und dann stimmt, aha, okay, so läuft das und dann kommt der nächste und dann macht das ganz anders. Oder? Also wir hatten das andere Spektrum von den Geräten war von Leuten, die die Sprache nicht sprachen, die in der Software drin war. Also die hatte schon fünf Sprachen, aber die konnten das halt nicht. Die konnten kein Englisch, die konnten keine Landessprache, das waren halt irgendwelche ungelernten Arbeiter. Die mussten einen grünen Knopf drücken und dann einen roten Knopf. Das war das, was sie als Bedienung hatten. Und das bei Hochspannung? Ja, ja. Ja, das war ja alles, das war alles automatisiert, aber die mussten halt da die Knöpfe drücken. So, die mussten halt dann, ja, ich glaube, die haben irgendwelche Handschuhe, Hochspannungshandschuhe auf Hochspannungsfestigkeit geprüft. So, da mussten die halt, die wurden automatisch in so einen Roboter da reingefahren und da musste aber ein Mensch, musste halt das entsichern, dass keiner drin ist und dann noch rot drin. Und dann stand ein Wert da, dann mussten die abschreiben und das haben die alles gemacht. Und dieselbe Software wurde aber auch in der Rohr eingesetzt. Von Doktoranden, die damit ihre Forschungsergebnisse überprüfen wollten. Es war dasselbe Gerät und derselbe Software. Und die einen hatten natürlich eine ganz andere Anforderung an das System als die anderen. Und das kriegt man aber auch nur raus, wenn man mit den Leuten spricht, die das dann auch an den Mann bringen. Ja, also wenn man, in unserem Fall haben wir das so gemacht, wir haben dann zum Vertrieb immer gesagt, wenn ihr bei jemandem seid und ihr habt Probleme, dem das schmackhaft zu machen, wollen wir das wissen. Hatten wir dann einen speziellen Prozess, wo wir gesagt haben, immer wenn es so Probleme gibt, sammeln wir das. Ja, und dann haben wir uns einmal im Monat oder ich glaube, waren wir das zusammengesetzt und gesagt, diskutiert, was sind die Funktionen, die unterschiedlichen Gruppen brauchen. Also so Professoren, Doktoranden brauchen ganz andere Sachen als halt die normalen Anwender. Die wollen, dass es schnell startet, ein Knopf, Ergebnis da. Das muss man halt, wenn man das im Vornherein nicht berücksichtigt, schafft man nicht. Gut, ich kann dann noch weitere Fragen stellen. Ich würde aber kurz sagen, nächstes Mal im Juli.
am 9. Juli, das nächste User Group. René wird dann was zu Lazy-Generatoren für irgendwelche krassen Sachen. Ja, Werte generieren für Range-Based-Groups. Okay. Ja. Also wieder richtig C++. Ja, C++ 14. Ein paar Techniken, die da gemacht werden. Und für was? Welche Anwendungsfälle alles? Oder was da? Ja, es geht um Fließkommazahlen, dann vielleicht noch so ein bisschen Ausblick auf Boost iRange kennen, manche vielleicht CPP Interpools oder sowas in die Richtung. Ja, man könnte dann weitermachen mit Ranges was in 3 oder so. Das ist ein extra Thema. Okay, klingt auf jeden Fall spannend. Gut, dann ja, können wir auch gerne weiter diskutieren. Wir trinken. Vielen Dank, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal.